Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Erzählsalon, heute zum Thema Landwirtschaft. Hier in Berlin war die Karl-Marx-Allee am Sonntag voll von Traktoren und schwerem landwirtschaftlichen Gerät. Bauernproteste wieder einmal. Was sind die Schwierigkeiten und Konflikte, in denen unsere Landwirtschaft steckt? Wofür wird gekämpft und wogegen? Und wie hat eigentlich die deutsche Einheit das Wirtschaften auf dem Land verändert? Dazu hören wir Geschichten im digitalen Erzählsalon. 7 Erzählerinnen und Erzähler teilen mit uns heute ihre Geschichte. Sie werden, so wollen es die Regeln unseres Formats Erzählsalon, nicht unterbrochen und nichts wird bewertet oder kommentiert. Ich bin Tonka Ronstock und die Saloniere dieses Salons. Ganz herzlich begrüße ich unsere Erzählerinnen und Erzähler und möchte sie reihum kurz vorstellen. Holger Kleiber aus Bützow. Hallo, Herr Kleiber. Lernte noch am Ende der DDR-Zeiten Schäfer, erlebte nach der Wende das große Schafeschlachten und wurde 1993 als Angestellter eines Schäferbetriebs entlassen. Ich begrüße Roswitha Limpack aus Rüdersdorf. Hallo, Frau Limpack. Diplomlandwirtin, die in einer LPG im brandenburgischen Oderbruch leidenschaftlich Lehrlinge ausbildete und sich nach ihrer Entlassung aus dem Betrieb Anfang 1992 zur Mitarbeiterin der Zollverwaltung umschulen ließ. Ich begrüße David Nipkau aus Mustin in Mecklenburg. Hallo, Herr Nipkau. Er ist ausgebildeter Ökolandwirt, der von Baden-Württemberg in den Osten zog und in Mecklenburg 2019 eine Versorgungsgemeinschaft nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft gründete, kurz SOLAWI. Ich begrüße Manfred Grunewald aus Frauenpriesnitz. Hallo, Herr Grunewald. Ausgebildeter Finanzbuchhalter. Er war 10 Jahre Vorsitzender in der LPG Frauenpriesnitz und 5 Jahre als landwirtschaftlicher Entwicklungshelfer in Mosambik. Als er zurückkam, leitete er das Futtermischwerk als VEB und nach der Wende als GmbH. Ich begrüße Lotte Hansen aus Mesklin. Hallo, Frau Hansen. Sie ist pensionierte Lehrerin, die hautnah die Entwicklung des einzig realisierten sozialistischen Musterdorfes Mesklin erlebte und heute Vorsitzende des Mesliner Kulturvereins ist. Ich begrüße Kees de Vries aus Zerbst, Anhalt. Hallo, Herr de Vries. Er ist gelernter Landwirt, der kurz nach der Wende aus Holland nach Sachsen-Anhalt kam, einen Milchviehhof bewirtschaftet und seit 2013 als Bundestagsabgeordneter für die CDU unter anderem im Ausschuss für Landwirtschaft sitzt. Und zu guter Letzt Uwe Meyer aus Braunschweig. Hallo, Herr Meyer. Er war Agrarwissenschaftler am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig und engagierte sich lange Zeit in Projekten in Südamerika und Afrika für die ökologische und soziale Standardsetzung bei der Pflanzenproduktion. Wir sind jetzt live auf Sendung. Das heißt, ihr zu Hause könnt eure Fragen und Kommentare in den Live-Chat stellen, den ihr neben oder unter dem Videobild seht. Und im Anschluss an die Erzählrunde werden wir einige eurer Fragen aufgreifen und beantworten. Ich wünsche uns nun allen 2 interessante Stunden mit den Geschichten über die Landwirtschaft und ich bin gespannt auf die hier versammelten vielfältigen Perspektiven. Wer möchte denn die Runde beginnen? Frau Limpack, sehr gerne. Schalten Sie im Mikro an und legen Sie los. Irgendwo ein Knopf, ja. Ja, schönen guten Abend. Ja, geboren und aufgewachsen in Frankfurt-Oder war natürlich der sehnlichste Wunsch, Tierärztin zu werden. Ja, nach Abschluss der 10. Klasse hat es dann nicht ganz so für die EOS und für ein Studium gereicht. Also hieß es dann, den anderen praktischen Weg einschlagen. Und ich kam zum volkseigenen Gut Krieven und begann dort eine Ausbildung zum Zootechniker-Mechanisator. Das erste Jahr in Krieven war sehr interessant, sehr spannend. Die Tiere dort standen in einer Reihe, also auf Strohhaltung. Das zweite Lehrjahr in der Milchproduktion
in Passau. Da war dann ein großes Melkkarussell und dort wurde dann im Dreischichtsystem gearbeitet, also Früh-, Spät-, Nachtschicht. Und da schloss ich dann die Lehre relativ erfolgreich ab. Ja, wie es so ist, dann erste Liebe, erstes Kind und der Studienplatz an der Agraringenieurschule Güstrow war somit passé. Und wieder ging es dann einen anderen Weg, diesmal dann erstmal praktisch in eine LPG, wo ich dort gearbeitet habe in geteilter Schicht. Man muss sich das so vorstellen, morgens um 3 aufstehen, 3:30 war man im Stall, dann wurde ausgemistet, gefüttert, gemolken bis um 7:30. Dann konnte man nach Hause, konnte sein Haushalt, seine Wirtschaft oder was auch immer versorgen und nachmittags 14 Uhr ging es wieder los. Und das den ganzen Monat halt durch. Man hatte wenig freie Tage, aber es war schon eine sehr hohe Schwierigkeit, da Familie und alles unter einen Hut zu bringen. Nichtsdestotrotz, nach meinem zweiten Kind habe ich dann eine Meisterschule berufsbegleitend gemacht. Und das war das Gute daran, ich konnte das, was ich in der Meisterschule einmal in der Woche gelernt habe und dann natürlich abends neben Haushalt, Arbeit und so und Kinder noch wiederholen und intensivieren musste, das konnte ich alles in der Praxis gleich mit anwenden. Ich konnte vergleichen, funktioniert denn die Theorie überhaupt in der Praxis und umgedreht kann man vielleicht in der Praxis ein paar Sachen verbessern. Und das war für mich eigentlich der große Vorteil, dann so im Rückblick diesen praktischen Weg einzuschlagen. Ja, mit dem Abschluss der Meisterausbildung erhielt ich dann die Urkunde und die Berechtigung, Lehrlinge auszubilden. Ja, wobei ich immer so ein bisschen neidisch auf die tollen Meisterurkunden im Handwerk bin. Die Landwirtschaft ist da nicht ganz so kreativ gewesen und das war auch dann nicht unbedingt eine Schönheit, die Urkunde in den Flur zu hängen. Aber ich wurde Jungbrigadier, bekam einen Kuhstall mit 90 Milchkühen und es gab damals die Bewegung Jugend aufs Land. Das war eine spannende Sache. Ich hatte ja schon kurz die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen geschildert. Ich bekam dann eine junge Gärtnerin und einen jungen Tischler und habe denen das Melken beigebracht, habe denen alles gezeigt rund um die Kühe und wir waren dann sehr erfolgreich mit unseren 90 Tieren. Der Stall war ganz top in Ordnung, die Milchleistung, die stand. Und irgendwann muss man ja auch mal frei machen. Also es gab schon Probleme in der Landwirtschaft, aber die freien Tage mussten ja überbrückt werden. Nun setzt man voraus oder denkt man eigentlich logischerweise, die Springer, die dann unsere wertvollen Milchkühe melken, müssten ja eigentlich das Beste sein an Melkern, was es auf dem Markt gibt, weil die müssen sich in jedes Tier schlagartig hineinversetzen können, müssten die einzelnen Gewohnheiten jeder Kuh schneller kennen, denn die Tiere waren auf Milchleistung, auf Hochleistung gezüchtet, also sehr empfindlich, ein paar Tropfen Milch im Euter zurückgelassen und es war, bei uns hieß das, wir haben eine Bombe gebaut, das Wort darf man ja heute kaum noch irgendwo sagen, aber das Euter ist dann wirklich angeschwollen, heiß geworden, rot geworden, das Tier hat Fieber bekommen, das hieß hohe Tierarztkosten und die Kuh hatte nie wieder diese Milchleistung wie vorher. Leider Gottes war es dann eben so, dass gerade so in den Tierproduktionsbetrieben auch öfter Leute eingesetzt wurden, dann als Springer, die von der Arbeitseinstellung nicht ganz so optimal waren, auch öfter dem Alkohol ergeben. Und das gab dann immer viel böses Blut. Ja, schlussendlich, unsere Jugendbrigade war insgesamt sehr gut. Ich wurde Jungaktivistin und durfte an einer großen Konferenz in Frankfurt-Oder teilnehmen. Damals eine Konferenz der Jungbrigadiere und Jungaktivisten und wir sollten doch von unseren tollen Taten berichten. Jeder musste dann so ein Skript einreichen. Hatte ich natürlich alles aufgeschrieben. Alles, was so toll war, wie wir es geschafft haben, wie die Umschulungen waren und wie engagiert die Leute waren. Und auch, dass wir Probleme haben, gerade mit Unpünktlichkeit, mit Alkohol. Ich bekam ein Skript wieder. Der Artikel war gestrichen. Da ist mir so ein bisschen die Hutschnur geplatzt. Und ja, letztendlich gab es eine Diskussion. Mein Vater war ja im Bezirksbauamt damals für die Jugendbrigaden im Bau zuständig und auch auf dieser Konferenz. Und der hat immer gesagt, Mädchen, ganz ruhig Blut. Ich habe immer überlegt, ich erzähle das, ich stehe da vorne und dann erzähle ich das einfach, ich kann es ja auswendig. Ich wusste ja unsere Probleme und immer lass es. Es bringt nichts, will keiner hören.
Ja, letztendlich am Rednerpult vor 500 Leuten, ich habe es gelassen. Sehr widerstrebend. Und dieses Problem allerdings hat sich immer weiter auch durchgesetzt in der Landwirtschaft. Also hat wie so ein roter Faden mich dann so ein bisschen verfolgt. Nach der Meisterausbildung konnte ich dann genauso ein Fernstudium anschließen an der Agrarschule, an der Ingenieurschule und habe dann wieder mehrere Tage in der Woche gearbeitet, Haushalt, Kinder und einen Tag in der Woche dann eben zum Studium gefahren. Innerhalb dieser Zeit habe ich dann den Betrieb gewechselt und bin in einen Betrieb, der Lehrausbilder gesucht hat und habe dort dann so jährlich 4 bis 6 Lehrlinge in dem Betrieb gehabt. Da hat es uns dann auch wieder verfolgt, dieses Problem. Und unser damaliger LPG-Vorsitzender, der hat dann einfach mal 2 dieser Leute entlassen. Endresultat, es gab ja die Vollbeschäftigung und die mussten wieder eingestellt werden. Die haben wir dann natürlich nur noch zum Hoffegen verdonnert und nicht mehr an die Tiere rangelassen. Weil es war ja dann so, meine Lehrlinge haben zu zweit eine Reihe übernommen, 60 Tiere, die sie dort betreuen mussten. Hat denn irgendeiner von den Facharbeitern gefehlt oder irgendeiner der Melker? Dann wurden die Lehrlinge aufgeteilt und dann mussten die tatsächlich da eine alleine 60 Stück melken und waren für die verantwortlich. Das war ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, dann kam die Wende. Die Lehrausbildung ging dann noch so 2 Jahre und von unserer LPG, wir hatten 250 Leute ungefähr, also wir hatten eine eigene Baubrigade, wir hatten eine große Schlosserei, wir hatten alleine 4 Frauen im Lager. Das wurde alles wegrationalisiert und übrig blieben 50 Leute, 50 Beschäftigte. Letztendlich, man brauchte ja auch keine, wozu braucht man eine Baubrigade oder eine Schlosserei? Man hatte Servicedienste und man brauchte auch kein Lager mehr. Man hatte dann alles, brauchte es bestellen nur und es wurde geliefert. Ja, diese 50 Leute, die dann übrig blieben, da war ich dann nicht mehr dabei. Aber ich hatte nebenbei ja auch, ich mache immer alles so nebenbei noch mit, hatte nebenbei dann auch noch, war ehrenamtlicher Bürgermeister gleich nach der Wende in dem kleinen Dörflein im Oderbruch und wurde dann, als ich als Lehrausbilderin arbeitslos wurde, in diese Amtsverwaltung übernommen, habe dort die Schulverwaltung erst mit betreut und dann das Sozialamt. Und überall gab es dann Rationalisierungen. Die Leute, die erst massenhaft eingestellt wurden in den Amtsverwaltungen, waren dann zu viel. Also die, die zuletzt gekommen sind, wurden als Erste entlassen. Dann war ich ganze 4 Wochen arbeitslos. Ich hatte ja dann beim Arbeitsamt alles angegeben, was ich so konnte. Also ich war Diplomlandwirtin und hatte in einer Abendschule, einer Volkshochschule einen PC-Kurs belegt. Ja, da hatten die dann gesagt, ach, gleich nach dem PC-Kurs ist auch noch Buchhaltung. Wenn du schon mal hier bist, halber Preis. Dann, ach ja, mache ich mit zum halben Preis und habe angegeben PC-Grundkenntnisse beim Arbeitsamt und Buchhaltung. Ja. Was ist passiert? Ich kam in eine Umschulungsklasse, gestandene Buchhalter. Alles taffe Mädels, die schon jahrelang Buchhaltung gemacht haben und ich da als Exotin aus der Landwirtschaft, die haben mich ganz lieb aufgenommen. Ja, und von da aus, ich habe 4 Monate, glaube ich, diese Ausbildung dort mitgemacht, die ja ein Jahr lang ging. Aber dann gab es eben diese Ausschreibung beim Zoll. Und da bin ich dann in die Zollverwaltung, nachdem ich dort diesen Eignungstest bestanden habe. Der gesamte Weg von Landwirtschaft, also von, ich wollte Tierärztin werden, über die Landwirtschaft, über die Lehrausbildung, dann nachher bis ins Büro oder bis nachher dann an die Grenze beim Zoll. Das sind Sachen, so spielt das Leben. Und wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann ist bei mir auch immer irgendwo eine Tür aufgegangen. Was mich heute so ein bisschen immer wieder verwundert, dadurch, dass ich ja aus dem Bereich komme, dass ich weiß, wie es in der Landwirtschaft geht, wenn ich dann sehe im Supermarkt eine Tüte Milch für 58 Cent, ich kann es nicht verstehen. Also was da
es muss immer billiger und immer noch weniger Geld sein. Und das wiegt die Arbeit, die so ein Bauer draußen macht, überhaupt nicht auf. Das ist so das, wo mir dann immer so ein bisschen das Herz blutet, wenn ich sehe, wie die Arbeit, oder ich weiß ja, wie die Arbeit ist und wie dann es alles immer noch billiger gemacht werden muss. Ja. Ja, so ist mein Lebensweg. Jetzt bin ich hier in anderthalb Jahren hoffentlich Rentnerin. Und damit schließt sich dann hier der Kreis bei mir. Vielen Dank. Können Sie noch mal ganz kurz was dazu sagen? Wie sah denn die Ausbildung aus? Also die Ausbildungsinhalte, der Aufbau? Bei meiner Lehrausbildung oder? Mhm. Für die Lehrlinge sozusagen. Ach, für meine Lehrlinge. Mhm. Ja, die Lehrlinge, die waren ja konzentriert in der theoretischen Berufsausbildung in der Berufsschule. Zu denen mussten wir dann Kontakt halten. Und wir hatten aber für die Praxis dann einen Ausbildungsplan, den es einzuhalten ging. Und nach diesem Ausbildungsplan wurde dann eben die Tiergesundheit, die Hygiene, die Beurteilung auch der Tiere, also selbst Milchkühe unterliegen einer strengen Rassebeurteilung. Das wurde gelehrt. Und die Lehrlinge mussten auch eine Kuh immer mit der Hand melken können. Das Maß war immer 1 Liter pro Minute. Und das war nicht immer so leicht. Ja, da gab es dann auch einen harten Konkurrenzkampf unter den Lehrlingen. Ich glaube, einer hat es mal geschafft, schneller zu sein als ich. Und ja gut, ich kannte ja meine Tiere. Wir hatten eine Kuh im Stall, die war dann nur die Handkuh sozusagen. Die durfte auch nicht mit der Maschine gemolken werden, weil dann wäre ja ihr biologisches System wieder durcheinander gekommen. Ne? Ja, und dann, wir haben eben auch die praktischen Prüfungen abgenommen. Ich war im damaligen Bezirk Frankfurt-Oder in dieser Prüfungskommission, bin dann in der Prüfungszeit von Betrieb zu Betrieb gewandert und habe dann zusammen mit den anderen Prüfungskommissionsteilnehmern in anderen Betrieben die Prüfungen abgenommen. Und das war schon spannend, auch zu sehen, wie andere Kollegen arbeiten, wie andere Lehrlinge so sind. Ja, und die waren zum größten Teil alle voll engagiert. Okay, aber das Melken, das war sozusagen generell nicht per Hand, sondern schon mit Maschinen. Voll, also aber nicht voll automatisiert. Nein, es gab, wir hatten immer Rohrmelkanlagen, wie gesagt, nur in dem Ausbildungsbetrieb in Passau. Da gab es ein großes Melkkarussell. Die Anlagen gab es auch in mehreren Großbetrieben. Aber die kleineren LPG, die so zwischen 500 bis 1000 Tieren lagen, die hatten meistens Rohrmelkanlagen. Oder wenn sie im rollenden Schichtsystem gearbeitet haben, diese Fischgerätenmelkstände oder dann eben die großen Melkkarussells, ja. Aber so die persönlichste Bindung der Melker war dann immer zu den Tieren. Und wenn wir in der Rohrmelkanlage gearbeitet haben und jeder seine 50 bis 60 Tiere hatte und die hat er über den ganzen Laktationszyklus, also von Besamung bis zum Trockenstellen, also Melken über 7 bis 8, 9 Monate, dann werden die Tiere trockengestellt, kriegen einen Monat eben oder geben einen Monat keine Milch und können sich auf die Geburt vorbereiten. Dann kommt das Kälbchen und dann geht es wieder von vorne los. Okay. Noch eine ganz kurze Rückfrage. Bleiben die Kälbchen bei den Müttern oder wann wurden die getrennt? Wir hatten ja 60 Kuhplätze und dazwischen gab es dann so eine Art Zwischengang, muss man sich vorstellen, wo immer 2 Kälbchen Platz hatten. Und das war immer so dieses Maß. Die Kälber sind dann die ersten 3, 4 Tage bei der Mutter geblieben, haben dann von der Mutter die Milch bekommen und wurden von dem Melker auch mitbetreut. Und danach sind die dann in einen Kälberstall gekommen, haben die Sammelmilch bekommen. Aber die erste Zeit waren sie auf jeden Fall bei der Mutter. Okay, vielen Dank. Dann möchte ich gerne weitergeben. Wer möchte denn anschließen? Sehr gerne. Herr Kleiber, machen Sie Ihr Mikro an. Ich bin hoffentlich zu hören. Ja. Ja. Schönen guten Abend und ein Hallo aus dem mecklenburgischen Bützow. Ich freue mich natürlich, dass auch ich eine Einladung hatte in diesen heutigen Erzählsalon und würde gerne einen kleinen Ausflug in meine Geschichte machen, worin die Landwirtschaft auch ein gewisser Teil war, wenn es sicherlich nicht der allerlängste, aber einer der prägendsten und für mich ja heute noch nachhaltigsten Zeiten meines Lebens, wovon ich immer noch irgendwie zehren kann oder wo
wo meine Eindrücke auch immer wieder noch bestärkt werden in den Dingen, die ich heute sehe und erlebe. Ja, ich fange mal einfach vorne an. Ich lasse meinen Lebenszug mal einfach so ein bisschen durchs Leben rollen mit ein paar Haltepunkten hier und da, wenn es so erlaubt ist. Ich fange mal vorne an. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich im März 1973 in der Brauerei Stadt Lübs an einem Montag zur Welt kam, mit ein paar Schwierigkeiten. Vielleicht habe ich auch irgendwie geahnt, was mich erwartet, so ein Stück was. Und mit etwa 9 Monaten musste ich dann schon wieder ins Krankenhaus, aber dann ungefragt eine schwere Erkrankung, die da über viele Monate hin behandelt werden musste, schenkte mir irgendwie in irgendeiner Weise das zweite Mal das Leben. Und ich habe nie geschafft, diesem Arzt Dr. Ulf Erben irgendwie in irgendeiner Weise vielleicht auch dafür zu danken. Wahrscheinlich finde ich irgendwann sein Grab in Schwerin und lege ihm einen Stein auf den Grabstein, also symbolisch als irgendwie als Anerkennung. Ja, danach galt ich irgendwie als Exot in dieser DDR, weil mit einer Zöliakie-Erkrankung waren wir eigentlich sowas wie die Exoten, selten. Und es ging irgendwie doch noch weiter. Meine Großmutter und meine Mutter waren dort sehr engagiert, irgendwie doch irgendwas Lebbares zu machen, was die Ernährung anging. Und insofern stabilisierte sich so manches. Und wir entwickelten uns, oder ich entwickelte mich mit meinen Geschwistern zusammen und wurden insofern zum Schrecken der Dörfer. Insofern hatte ich eigentlich schon früh auch, ich sage mal, Erlebnisse auf dem Dorf recht früh. Wir waren ganz natürliche Kinder, wie es in dieser Zeit damals einfach so war. Vor uns war kein Gemüsegarten, kein Apfelbaum oder leerstehendes Haus sicher. Wir haben alles ausprobiert, brütende Gänse vom Nest gejagt, Bräulerställe inspiziert. Herumstehende Landmaschinen waren auch nicht sicher vor uns. Also wir entdeckten unsere Welt mit Fahrrädern, Augen und Ohren. Auch jede Müllkippe in der damaligen DDR, hätte ich fast gesagt, in dem damaligen Kreis kannten wir. Wir waren, wie gesagt, viel unterwegs, haben mit den Überresten der DDR und der BRD quasi geshoppt, denn Transitmüll gab es auch. Also es war eine ganz interessante und, ja, wie soll ich sagen, natürliche Kindheit, würde man sagen. Ich glaube, noch ein Geschwister mehr. Wir waren 6 Kinder damalig und noch ein Geschwister mehr. Und der Honecke hätte die Patenschaft übernehmen müssen. Das hätte ihn wahrscheinlich noch mehr graue Haare beschafft. Ja, wie ging es weiter? Leider schwelte irgendwie parallel immer irgendeine Angst vor etwas Schlimmem in unserer Kindheit mit. Und 1987 bewahrheitete sich quasi oder bestätigte diese Angst. Unser Vater starb recht früh mit 39 Jahren nach einer gefühlten ewigen Odyssee der Krankheit. Und wir mussten unseren Vater der zu Stein gefrorenen Erde überlassen. Also es war ein harter Tag damals, kurz vor Weihnachten. Und das Leben stand ein zweites Mal still, nur kurz, aber dafür heftig. Was danach folgten, waren so Rollenverschiebungen verbunden mit der Übernahme von Verantwortung. Wir mussten selbstständig denken und handeln lernen fortan. Viele schlaflose Stunden und müde Schultage waren an der Tagesordnung. Denn unsere Mutter war jung und mit 35 Jahren auch recht schwer getroffen. Ja, die Schulzeit ging insofern zu Ende, immer parallel mit der Mitsorge für die jüngeren Geschwister. Und ich begann, mich auf die Lehre vorzubereiten. Und jetzt kommt eigentlich die Landwirtschaft ins Spiel. Ziemlich holprig war die Berufsorientierung. Damals gab es den Passus der Sonderberufsberatung. Und dort wurden halt Jugendliche im Grunde betreut, die gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe waren. Und insofern wurden dort halt Lehrstellen gesucht, die der Beeinträchtigung entsprachen. Und so wurde von meinem eigentlichen Wunsch, Krankenpfleger zu werden, davon blieb im Grunde eine Auswahl zwischen Brunnenbauer und Schäfer. Großes Fragezeichen.
beides war irgendwie gar nicht auf dem Zettel. Und es ging halt darum, dass ich einen Lehrplatz oder eine Lehrstelle ziemlich ortsnah bekomme, weil ich halt nicht internatstauglich war. Naja, nun ging es los. Die LPG Tarnow, das war ein kleiner Ort bei Bützow. Sie hieß LPG Ernst Mund. Und dort hatte ich meine praktische Ausbildung in einer LPG, die tatsächlich Schafe hielt. Zwei Herden hatten wir, eine Mutterherde und eine Hammelherde. Im wahrsten Sinne des Wortes, eine Hammelherde, die uns doch so einiges Mal Kopfzerbrechen bereitete. Aber wie gesagt, mein erster Eindruck von dieser Ausbildung war, dass das wird nie was. Das ist alles gar nicht, was du dir in irgendeiner Weise vorgestellt hast, denn so wie man das so heute kennt, werden ja Berufe doch sehr, sehr plastisch und sehr anschaulich dargestellt. Ich habe selber Lehrlinge ausgebildet in einer Tischlerei später und man hat viele Gespräche geführt mit den jungen Leuten, hat nach ihren Neigungen gefragt, wie affin sind sie vielleicht für den Beruf. Das gab es damals alles nicht so, war mein Eindruck oder ist mein heutiger Eindruck. Es wurde am Bedarf orientiert ausgebildet. Also das, was gebraucht wurde, wurde ausgebildet. So ist mein Stand der Recherche. Und insofern ist man manchmal auch in Sachen reingeschubst worden, die man einfach vielleicht nicht am Anfang nicht wollte. Und irgendwann war es doch gut. Ja, die Schafhaltung in der DDR-Zeit, das war so ein eigenes Kapitel. Sie hatte natürlich eine sehr besonders wichtige Bedeutung, weil sie eine gewisse Unabhängigkeit bedeutete, und zwar in hinsichtlich der Unabhängigkeit vom Weltmarkt, weil die Wiesen waren knapp und gute Schurwolle kostete auf dem Weltmarkt halt viel Geld und die DDR war dort halt nicht gut aufgestellt. Wir wissen alle, dass wir sehr versucht haben, autark irgendwie zu wirtschaften und alles möglichst im eigenen Land ja, irgendwie herzustellen, um unabhängig zu sein. Ja, die Schäferei, kurzum, hat wenig mit Romantik zu tun, wie sich so manch einer vielleicht vorstellen oder vielleicht vorzustellen vermag. Es ist wirklich schwere körperliche Arbeit, die wenig mechanisierbar ist. Also das ist vielleicht nicht vergleichbar oder gar nicht vergleichbar mit vielleicht der damaligen Rinder- oder Schweinehaltung, die ja doch zum Teil ja auch schon halb industriell praktiziert wurde. Die Schafhaltung war nach wie vor viel Handarbeit, witterungsabhängig vor allem. Das hat was mit dem Hütegang, mit der Hütearbeit zu tun, auch was das Futterangebot anging. Und insofern hat das Ganze wenig mit Romantik zu tun, sondern eher mit viel körperlicher Arbeit, vielen Entbehrungen. Wochenende waren so grundsätzlich in der Landwirtschaft, das werden die meisten von Ihnen kennen oder euch kennen, dass das Tier im Grunde oder die Tiere eigentlich diejenigen waren, die ihre Bedürfnisse hatten. Wir mussten dem irgendwie folgen. Da war viel Unterordnung gefragt und so manches Wochenende, Feiertag ging bei der Arbeit drauf. Ja, dennoch gab es in dieser Zeit natürlich auch viele schöne Momente, die ich hier gar nicht unerzählt lassen will. Momente von Stolz vielleicht auch oder von beruhigende Momente. Ich spreche da jetzt ganz speziell von der Lammzeit, also der Hochzeit in der Schäferei, wo unendlich viel passieren kann, wo man vollkommen gefragt ist, wo unwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit gefragt ist, Weitblick. Und man musste so lernen, seine Erfahrung auszuwerten und sie neu wieder einzubringen in das, was man halt daraus gelernt hat. Das war ja auch in unserer Lehrzeit Teil der Arbeit, dass wir quasi auch auf uns gestellt oft und viel Arbeiten erledigen mussten. Ja, zu diesen schönen Momenten will ich sagen, gehören sicherlich auch für mich persönlich so Arbeiten wie im Winter hüten zu gehen, Schafe hüten zu gehen im Winter, wo man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass es im Winter auch geht.
ich sage mal, 3 bis 5 Mal hin und her gezogen und das Gras war wieder zumindest in den Spitzen da. Die Mutterschafe hatten ihre Bewegung, sie waren zu der Zeit ja in der Regel tragend und konnten hier und da noch ein bisschen was verbeißen. Und der Rest wurde eh abends im Stall zugefüttert. So war es jedenfalls die Praxis zur damaligen Zeit. Das sind für mich eben besonders schöne Erlebnisse, gerade das Winterhüten. Es gab auch zu allen anderen Jahreszeiten schöne Erlebnisse, die Zeit der reifen Äpfel. Wir haben so auch Obstplantagen ausgehütet bei uns in der Nähe. Und wir hatten dort einen alten Herrn Wichmann, der hat mir jeden Samstag, wenn ich dann da mal vorbeigeschlichen kam, mir eine Flasche selbstgemachten Apfelwein hinter einen Apfelbaum gestellt und hätte gesagt, das ist jetzt Plattdeutsch, Jung, träg mal hier eins durch, die Apfels mögen Obfretten waren. Also das heißt, Junge, zieh hier mal eins vorbei, die Äpfel müssen aufgefressen werden, wäre schade, wenn sie vergammeln. So, also war das in der Regel so Samstag, in der Zeit, wo die Äpfel reif waren, irgendwie ein gepflegtes Ritual, was mir auch irgendwie immer viel Spaß gemacht hat und die Flasche Wein war willkommen. Ja, was gibt es noch zu erzählen zur Schäferei? Sicherlich viele Entbehrungen, die Hütearbeit mit sich brachte. Durst natürlich im Sommer. Man hat nicht ausreichend zu trinken mitgehabt. Dann kam es schon mal vor, dass man einfach sich wie die Schafe runtergebeugt hat zum Graben und hat einfach drei Handvoll aus dem Graben geschlürft, die Kauquappen beiseite gescheucht und hat einfach ein bisschen geschlürft da. Ja, was wollte man machen? Der Durst ist schlimmer als Heimweh wahrscheinlich. Und es gab auch andere Zeiten, da hat man manches verflucht. Das Wetter war schlecht, der Regen lief dir über den Mantel hinten in die Stiefel, die konntest fast auskippen. Also Sachen, wo man dann für sich und alleine war und so gedacht hat, ja, Schäferromantik von wegen. Aber dennoch, ich habe diesen Beruf Stück für Stück lieben gelernt und eine Leidenschaft entwickelt. Man war für sich mit den Tieren, mit den Hunden unterwegs. Man hat die Natur, den Lauf der Natur verfolgt. Ich habe wunderschöne Situationen erlebt, wild gesehen. Also das ist natürlich auch alles Teil der Arbeit. Aber man musste trotz allem hochkonzentriert auch sein bei seiner, ich sage mal doch vielleicht kurz erlaubten Träumerei. Denn es gab auch verzweifelte Momente in dieser Arbeit, gerade so in der Hüterarbeit, wo dann halt Schafe im Nebel verloren gegangen sind, weil die Herde abriss, wenn man einfach einen langen Weg gezogen ist. Und die Herde riss einfach ab und es sind 20, 50 Schafe irgendwo durch die Gegend geirrt. Die hat man natürlich irgendwann wiedergekriegt, aber es war natürlich immer mit einer Schelte vom Meister verbunden, in dem Fall. Ja, oder ich erinnere mich auch, dass Schafe in Graben gelaufen sind, weil sie einfach sich erschrocken haben durch irgendein aufbrechendes Wildschwein oder ein Hase. Und die Schafe sind dann einfach in einen Graben gelaufen und kamen von alleine nicht wieder raus. Und man hat versucht dann, ja, mit Tränen in den Augen und manchmal hat man auch, oder habe ich auch verzweifelt, einfach geschrien vor Wut, warum nur? Und es waren 5 Schafe im Graben und die waren tragend zu der Zeit, die Wolle war voll Wasser, man kriegte sie kaum raus aus dem Graben, aber man hatte irgendwie immer so im Hinterkopf, das musst du irgendwie hinkriegen, weil Verluste gingen nicht, das erklärst du deinem Meister, das kannst du deinem Meister nicht erklären. Und so gab es auch viele Situationen, die einen so manches abgerungen haben. Ich denke da so an Zeiten, wo man oder wo ich halt über Wege gezogen bin, links und rechts das beste Futter und die Schafe mussten einfach den Weg gehen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Schulklasse an 2 Kuchenbuffets vorbeiziehen und jedes Mal geht eine Hand links nach rechts und irgendwie muss man dem Ganzen immer so ein bisschen Einhalt gebieten. Und wenn der Weg dann, ich sag mal, die Herde dann über den Weg verteilt 200 Meter lang ist, dann hat man natürlich kaum mehr einen Blick. Aber die Angst im Nacken, dass die Schafe halt irgendwie Schaden verursachen an fremden Kulturen. Und das wurde ja sicherlich nach der Wende her nochmal deutlich schärfer, der Ton, weil dann die fremden Kulturen anderen Bauern gehörten. Und so zog sich das dann manchmal mit der Hütearbeit und auch mit der Stallarbeit hin. Das war eben halt alles andere als Romantik. Ja, dann kam irgendwann auch die Wendezeit nach Mecklenburg-Vorpommern. Man sagt ja in der Regel so 50 Jahre später, aber wir haben sie ziemlich gleich gehabt. Und damit begann natürlich auch ein großes Meer der Sorgen.
auf uns zuzurollen. Die Sorge um den Arbeitsplatz, um den Ausbildungsplatz in der Hauptsache erstmal für uns, denn wir sind ja noch in der Ausbildung gewesen. Viele LPGen wurden zu der Zeit dann her so irgendwann versucht ab, die wurden halt versucht abzuwickeln. Sie wurden dann aufgelöst und einfach aus dem Grunde, dass Schafe als Wollproduzenten, so wie sie im Prinzip zu DDR-Zeiten einfach in der Hauptsache gehalten wurden, wurden uninteressant. Bessere und billige Wolle schwemmte natürlich vom Weltmarkt heran und insofern musste sich die Schafhaltung umorientieren. Lammfleisch war dann so in der Zukunft so, dass die voraussichtliche Einnahmequelle der Schäfereien oder der Schäfer und die Wolle war dabei nur, sie fällt ja im Prinzip ja an, die Wolle war dabei nur irgendwo eine kostenintensive Randerscheinung der Schafhaltung und insofern mussten die damaligen Betriebe sich ja auch irgendwie umorientieren. Genauso war es bei meinem Meister, dem Walter Dietrich, einem begnadeten Schäfermeister, der sehr engagiert war, was seine Herde anging. Und insofern übernahm er quasi nach der Wende als Wiedereinrichter die Herde von der damaligen LBG oder Treuhand, wie das auch immer abgewickelt wurde. Und ich war sein einziger Gehilfe und wir fanden dann sicherlich nach vielen weniger oder ja, guten oder weniger guten Erfahrungen irgendwann unseren Drive in dieser neuen Zeit und es lief erstmal. Natürlich gab es auch in dieser Zeit irgendwie immer mal so, ja, so grundsätzlich gibt es überall Sorgen und Probleme. Und in der Landwirtschaft ist man ja doch tatsächlich auch immer irgendwie vom Wetter abhängig. Und ja, man ist irgendwie so dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert oder muss gucken, wie man da halt irgendwo kreativ wird. Wie gehe ich mit der ganzen Situation um? Da gehörten zum Beispiel sehr trockene Sommer dazu, den ich mich erinnern kann, in dem wir kaum einen Zaun voll in die Erde gekloppt gekriegt haben, um die Schafe halt einzufärchen. Dann kam eben dazu, dass das Weideland, was sonst ja der LPG im Prinzip zugehörte, ja auch verteilt wurde oder verteilt war durch die Neuverpachtung der einzelnen Flächen. Und dass es sogar auch das Phänomen des Brachlandes gab. Es wurden halt Brachlandprämien gezahlt auf Flächen, die stillgelegt wurden oder die einfach nicht bewirtschaftet wurden, obgleich dort gutes Futter wuchs. Schafe sind ja bekanntlich Pfennigsucher und sehr genügsam und konnten halt auch dort wenigstens einen halben Bauch voll finden. Aber auch das war irgendwie immer so ein bisschen spannend, weil wir uns da dann irgendwie immer so ein bisschen auch illegal bewegt haben. Da hat man halt mit vielen Schwierigkeiten zu tun gehabt. Ja, hohe Tierarztkosten. Am Ende war es so, dass mich mein Meister nicht mehr halten konnte und ich entlassen werden musste. Insofern stand mein Leben wieder an einem Punkt, wo wieder Signale und Weichen gestellt werden mussten und ich nach der Suche oder auf der Suche nach einem neuen Sinn war. Daraufhin kam eine kurze Zeit der Arbeitslosigkeit, der Besinnung und ich fand den Weg über Umwege zur Umschulung zum Tischler. Daran habe ich eine Weile gearbeitet und konnte mich dann irgendwann freistrampeln ins Kunsthandwerk als Trummerengel im Kloster Rühn und dort bin ich quasi jetzt derzeit auch zu finden oder wenn es denn Corona wieder zulässt, auch mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Workshops und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, so ein spannendes neues Thema. Das wäre vielleicht ein Thema für einen eventuellen nächsten Erzählsalon. Ja, und dann bin ich eigentlich schon durch mit meiner Geschichte bis hier. Herr Kleimer, vielen Dank. Sie haben das Thema der Wollverwertung angesprochen. Und jetzt wollte ich nochmal nachfragen, wie war denn das? Wurden in der DDR also tatsächlich 100% der Wolle verarbeitet und dann nach der Wende lief das so aus? Also ich weiß, dass heute sehr viel Wolle einfach weggeschmissen wird, weil die Verarbeitung zu teuer ist. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir quasi unabhängig von diesem Wollmarkt oder von der Wolle, vom Weltmarkt unabhängig sein wollten, haben wir natürlich, ich würde mal fast sagen, 100% unserer Wolle selber in einer mäßigen Qualität produziert.
Und die wurde natürlich im Land auch verarbeitet, in Leipzig bei den VLB tierischen Rohstoffen, wurde dort halt versponnen. Wir waren natürlich immer angehalten, halt eine gute Wollqualität zu produzieren. Das hat was mit der Hütearbeit zu tun, mit der Fütterung zu tun. Und es war natürlich so, dass schlagartig nach der Wende die Wolle im Grunde fast nur noch eine Randerscheinung war. Ich kann mich erinnern, dass wir Wolle vor den Stall gefahren haben, nach der Wende natürlich nicht, um sie sich selbst zu überlassen. Teilweise haben wir auch Wolle vergraben in Erdlöchern, weil es einfach die war einfach zu schlecht. Wir haben einfach keine stabilen Vegetationsperioden und das macht natürlich den Unterschied aus zu neuseeländischer und australischer Wolle. Wir haben Winter, wir haben Herbst, eine kurze Zeit des Sommers, die hat natürlich die Wolle niemals zu einer Qualität reichen lassen, wie sie vielleicht von Wollspinnereien gerne genommen worden wäre. Und insofern hat sich das eigentlich mit der Wollproduktion im Grunde nur noch als hygienische Maßnahme entwickelt, dass es die Schafschere gab, die dann die Wolle, im Grunde, sie haben die Tiere befreit, damit es eben nicht zu Parasitenbefall kam oder eben halt zu den Lammzeiten, dass die Mutterschafe dann halt kurzes Wollkleid hatten, damit die Lämmer besser das Euter finden und es einfach auch vom Wohlbefinden her für die Schafe von Vorteil war, ja. Okay, vielen Dank. Wer möchte denn daran anschließen? Frau Hansen, sehr gerne. Schalten Sie Ihr Mikro an. Okay, bitte. Legen Sie los. Ja, mein Name ist Lotte Hansen. Ich wohne hier in dem ehemaligen sozialistischen Musterdorf. Ich kam 1958 nach vierjähriger Ausbildung vom Institut für Lehrerbildung in Dömitz als Junglehrer nach Mestlin. So, jetzt was war Mestlin? Es war kein Dorf und ist ja auch heute kein Dorf in dem Sinne, wo große Bauernstellen existierten oder Großbauern lebten, sondern Mestlin war ein Gutsdorf. In der Nähe von Mestlin, 10 Kilometer, gibt es ein Kloster Dobbertin, vielleicht haben einige schon davon gehört. Und dort, zu diesem Kloster Dobbertin, gehörte auch Mestlin. Und Mestlin bestand also zu diesen Zeiten nur aus den Gutskarten und die landwirtschaftlichen Flächen, die dann von den Arbeitern bearbeitet wurden. Und dann in den 50er Jahren wurde dann beschlossen von Seiten der SED in Schwerin und auch von Berlin hier, wir müssen ein Musterdorf schaffen. Wir müssen ein Dorf schaffen, um zu zeigen, wie kann die Zukunft für solch ein einfaches Gutsdorf sein. Denn in unserem Gutsdorf gab es ja damals noch keine Wohnhäuser, nur diese kleinen, früher sagte man ja Schnitterkasernen dazu. Und es gab nur diese großen Felder Landwirtschaft, weil nämlich in den 50er Jahren waren hier rundherum einige Bauern, die dann plötzlich so über Nacht weg waren. Sie verschwanden und diese Bauernstellen mit den Riesenflächen blieben dann liegen. Also musste etwas geschehen und dann hat man also gesagt, wir fangen hier in Mestlin an zu bauen. Und so wurde 1952 ein Kulturhaus geplant. Da wurde auch Grundstein gelegt. Das sollte erst einmal der Höhepunkt des Dorfes werden oder der wichtigste Punkt. Und die Landwirtschaft war noch nicht so aktuell. Und so wurde also dann 1952 dieses Kulturhaus errichtet und Grundstein gelegt. Und erst 1954 begann man dann dieses Kulturhaus zu bauen. Und es war dann 1947 ein imposanter Bau, der plötzlich hier mitten im Dorf stand. Und alle Menschen, die hier kamen oder durchfuhren, sahen dieses wunderschöne große Haus und rundherum um dieses Haus der große Platz. Und dann kam das Ensemble dazu, sodass man dann sagt, wenn man hier ein Haus hat, müssen auch Leute her. Also muss auch hier etwas geschehen.
Und es entstand dann der Konsum und da gab es dann in so einem kleinen Dorf wie Mestlin ein Textilkonsum, ein Industriekonsum, ein Lebensmittelkonsum, eine Gaststätte und ein Industriekonsum. Und dann wurde dann noch das Gemeindehaus dazu. Und dort in dem Gemeindehaus war dann der Bürgermeister, da war die Sparkasse, da war die Post und oben auch noch Wohnungen. Und wir als Junglehrer kamen hierher und hatten aber natürlich noch keine Schule. Das heißt also, es stand noch keine Schule in dem Ort. Und es war nur die Landwirtschaft, war der wichtigste Punkt für uns. Und auch die Kinder aus der Landwirtschaft. Und es gab nur eine kleine alte Schule, eine neue Schule und eine kleine neue Schule. Und Baracken. Dort fingen wir also an mit unserem Unterricht. Und da ja viele landwirtschaftliche freien Flächen waren, wurde ja dann geworben für eine LPG, Gründung der LPG, die dann auch 1952 begann. Und wir dann, es wurde also geworben, Industriearbeiter aufs Land, um Leute für die Landwirtschaft zu finden. Und wir sind dann auch mit LKW durch die umgebenden Dörfer gefahren, haben geworben, für Mitglied zu werden in der LPG. Denn die wurden ja zuerst noch, unsere LPG, geleitet von Seiten der SED, da wir ja noch keine ausgebildeten Genossen hatten, die eine LPG leiten konnten oder sich nicht getraut haben. Und somit wurden dann noch drei große Neubauten hier in Mestlin gebaut. Und alle jungen Leute, die dann geworben wurden, bekamen dann auch gleich eine Wohnung, Arbeit in der Landwirtschaft. Denn wir hatten ja nachher in den 60er Jahren durch dieses Kulturhaus eine ganz große Aufmerksamkeit von Seiten des Bezirkes Schwerin, weil alle Veranstaltungen sowohl kulturell oder auch politisch genutzt werden in dem wunderschönen Kulturhaus. Denn es war herrlich ausgestaltet und alle Veranstaltungen, sowohl für unsere Kinder in der Schule als auch die LPG hauptsächlich, wurde es genutzt für Großversammlungen, Konzerte, Theater. Und für die Kinder wurden Arbeitsgemeinschaften eingerichtet, zum Beispiel hier Fotozirkel, Tanzzirkel. Und die Eltern konnten also jederzeit beruhigt zur Arbeit gehen, die in der Genossenschaft gearbeitet haben. So, der Konsum ist, war in der Nähe. Sie konnten dann morgens, gerade in der hohen Erntezeit, ihre Taschen in den Konsum bringen, abends wieder abholen. Die Kinder waren bei uns in der Schule von den Genossenschaftsbauern. Denn 1962 war Mestlin dann vollgenossenschaftlich. Und wir hatten dann sehr viel Kontakt von Seiten unserer Schule mit der LPG, schon durch Patenbrigaden und unsere Jungen der 9. und 10. Klasse. Also ich muss dazu sagen, denn ein Jahr später, 1959, hatten wir dann eine neue Schule von Klasse 1 bis 10 und hatten dann so in den 60er Jahren über 400 Schüler. Und so dass wir jederzeit unsere Jungs dann, wenn sie gebraucht wurden, mit aufs Feld oder dann auch dort heimlich in den Ferien gearbeitet haben und konnten natürlich dann Traktor fahren. Und so dass wir dann auch, das war natürlich nicht so positiv, wenn wir dann immer im September, wenn die Schule wieder anfing, alle auf den Acker mussten und Kartoffeln nachsammeln und Rüben hacken. Und wir haben also dadurch sehr, sehr viel der Genossenschaft geholfen und hatten Patenbrigaden mit der Feldbrigade oder auch dazu gehörte natürlich nachher auch die große Schlosserei, der Kreisbetrieb für Landtechnik. Eine Prüfgruppe hatten wir, eine Nebenstelle von Potsdam. Da wurden dann die neuesten Maschinen vorgestellt und auf den Äckern ausprobiert, sodass die dann auch noch viel Hilfe durch die Prüfgruppe hatten. Und wir von der Schule dann ja auch dadurch, durch dieses große Kulturhaus und durch die Nutzung, die kulturelle Nutzung, besonders für diese Großveranstaltung von Seiten der LPG, hatten wir natürlich dann auch mit unseren Kindern sehr viel
Arbeitsgemeinschaften, die wir dann auch dort in der Freizeit durchführten. Denn es wurde dann ja sehr, sehr aktuell nach dem ersten Jahr, 1958 kam ich nach Mesklin, 1957 wurde dann das Kulturhaus eröffnet. Und wir waren dann zu sämtlichen Veranstaltungen, die von Seiten der Genossenschaft organisiert wurden. Es wurde das Maisfest, falls Sie davon gehört haben, das wurde dann mit dem Erntefest, mit das größte, das beste, große Fest. Alle Räume, die in dem Haus waren, wurden genutzt. Und regelmäßig waren dann auch zweimal in der Woche Kinoveranstaltungen, wo wir mit den Schülern bzw. die Kinder der Genossenschaft nach Mestli, also ins Kino gehen konnten. Wir hatten so in den 60er Jahren nachher 1200 Einwohner in Mestlin. Und das war dann schon Leben hier. Denn wir besaßen eine Ambulanz, einen Kindergarten, eine Krippe. Und im Sommer, wenn dann die Hochsaison während der Arbeit war in der Genossenschaft, dann durften dann wurde der Erntekindergarten eingerichtet, sodass auch die Kinder dann betreut wurden, auch am Wochenende. Es wurde also ein kleiner Dorfkindergarten eingerichtet. Und für uns war das ja natürlich besonders schön. Wir waren alle jung und waren, Karat kam, hat bei uns in Mesklin auch Auftritt gehabt. Lippi, der hat hier sehr fleißig geprobt und hat auch Erna kommt. Dieses Lied ist auch hier bei uns in Mesklin entstanden, im Kulturhaus, sodass also auch die Künstler, Erich Weiner Ensemble, ich könnte jetzt gar nicht alle so schnell aufzählen, die also wirklich bei uns in dem Kulturhaus waren. Und somit kamen natürlich auch die Menschen von der Landwirtschaft, die den ganzen Tag gearbeitet haben, auch in den Genuss von kulturellen Veranstaltungen. Und Höhepunkt natürlich war mit der Frauentag, der gemeinsam mit den Genossenschaftsmitgliedern, es waren über 300, die dann in den 60er, 70er Jahren gearbeitet haben. Und somit waren die dann mit uns gemeinsam bei den Feierlichkeiten und kamen dann natürlich, wenn ich so dran denke, am Frauentag, alle sehr hübsch, jeder flott gekleidet, haben immer versucht, wirklich mit der Mode Schritt zu halten, hatten aber doch ihren Beutel, wo sie ihre Gummistiefel drin hatten, damit sie nachher gleich vom Tanz in den Stall gehen konnten, um wieder weiterzuarbeiten. Und wir, ich muss dazu sagen, als ich dann nach Mesklin kam, wir waren vier junge Kollegen, da hatten wir ja noch keine Straßen. Es war lehmig, ist ja an sich heute. Inzwischen haben wir natürlich viele Bürgersteige, verschiedene Straßen mit Namen und jeder kann also mit trockenem Fuß ins Kulturhaus gehen, was natürlich leider nicht mehr geht wie früher. Wenn ich so an mich denke, ich habe 7 Jahre lang Sport unterrichtet und wir hatten noch keine Turnhalle, sodass wir von unserer Schule mit den Kindern jeden Tag dann auf die große Bühne ins Kulturhaus und haben dann Sportunterricht gehabt. Erst 1963 wurde dann die Turnhalle gebaut. Und alle waren immer sehr aktiv, sehr freudig dabei. Wir als die Frauen im Konsum, Kindergarten, Krippe, wir hatten die Gärtnerei und natürlich eine Ambulanz, wo oben Betten waren, um wirklich die kranken Kinder aufzunehmen und auch die Erwachsenen. Und in der unteren Etage hatten wir dann eine Arztpraxis, den Zahnarzt, die Physiotherapie, sodass also kaum jemand in die Stadt musste, um überhaupt zum Arzt zu kommen. Die meisten hatten ja noch kein Auto und das wichtigste Fortbewegungsmittel war nun mal das Fahrrad. Und für die Jungs der 9., 10. Klasse natürlich das Moped. Sie machten ja dann alle bei uns den Führerschein und hatten also jederzeit Verbindung mit der LPG. Wenn die Hilfe brauchten, kamen die dann zu uns in die Schule und haben uns dann gebeten und das hat dann immer funktioniert. Sie sind alle freiwillig zu Hilfe gekommen. Nun war das ja auch immer sehr interessant, dann in den Sommer beziehungsweise im Herbst, wenn denn die Studenten kamen, wenn ich dran denke, von der Technischen Hochschule in Dresden oder die Soldaten oder zur Zeit der Sowjetarmee. Wir hatten ja ein paar hier einen Stützpunkt
Und dann kamen die und halfen während der Ernte. Und wir privat haben ja alle in den Betrieben Rüben übernommen, sodass wir dann auch im Herbst diese Rüben hacken auf dem Acker. Das war natürlich eine sehr schwere Arbeit, auch für uns, aber somit haben wir dann geholfen, die Klassen beziehungsweise privat. Dann alle unsere jungen Kollegen, die kamen, wir waren ja dann im Laufe der Zeit über 40 Lehrer an der Schule, haben ja dann inzwischen auch dann Familie gegründet, Kinder bekommen und dieses wunderschöne Kulturhaus wurde ja dann genutzt zur Jugendweihe. Das war der Höhepunkt. Festliche Auftritte. Wir hatten dann ein wunderschönes Standesamt. Hochzeiten wurden also durchgeführt. All diese Dinge, Familienfeiern, Namensgebung in dem Kulturhaus, sodass immer ein gutes Miteinander für unsere Mitglieder der LPG und mit den Lehrern und auch aus den einzelnen Geschäften eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit war. Und das dann natürlich schlimm wurde, als dann die Wende kam und wir plötzlich, wie alle anderen auch, vor dem Aus standen. Ich muss auch noch dazu sagen, keiner fühlte sich mehr recht verantwortlich für irgendetwas und es wurde sehr viel, wie man so schön sagt, abgewickelt. Der Konsum war nicht mehr plötzlich. So, die Schule, die Lehrer waren noch alle da, aber in der LPG, wir hatten ja einen Kreisbetrieb für Landtechnik, hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, alle diese kleinen Betriebe wurden geschlossen. Und heute ist es ja so, dass aus dieser großen LPG, die wir einmal hatten, ja nur noch 15 Arbeiter sind. Wir hatten dann Gott sei Dank eine junge Frau, die auch wirklich Landwirtschaft gelernt hat, die dann so mutig war und die LPG übernommen hat. Leider aber sehr früh verstorben ist und hat dann versucht, wieder eine Genossenschaft zu gründen, damit noch was erhalten bleibt und nicht alles irgendwie verloren geht. Und somit hatten wir alles eine sehr, sehr, sehr interessante Zeit in den 60er, 70er Jahren. Denn weil ja Mestlin, das hatte man wirklich erreicht, ein sozialistisches Dorf zu bezeichnen. Stand auch mal, so haben wir sogar gefunden, in einem Atlas, Mestlin, sozialistisches Musterdorf, obwohl es vorher überhaupt nicht bekannt war. Und heute uns natürlich diese Sache Sorgen macht mit dem großen Kulturhaus. Es erfolgte nichts. Es kam dann ein Westdeutscher und der gründete die große Disco und somit wurde alles vernichtet. Wenn man die Bilder sieht, dann war es sehr traurig. Aber trotzdem leben doch noch in Mestlin von den 1200, 700 Menschen noch, weil man, das muss ich doch noch zum Schluss ergänzen, die wunderschönen Neubauten, die entstanden sind, drei, davon nachher, auch nach der Wende, zwei abreißen musste, weil plötzlich viele ja wegen Arbeit und so weiter die Wohnung leer standen. Und so ist es natürlich heute kein sozialistisches Musterdorf mehr, aber es ist trotzdem ein schönes Dorf, um hier zu leben. Frau Hansen, vielen Dank. Sie haben uns von dem Dorfleben und wie das Gemeinschaftsleben funktionierte erzählt, dass zum Beispiel die landwirtschaftliche Produktion eng an die Kinderbetreuung gekoppelt war. Aber vielleicht, ich glaube, heute klingt sozialistisches Musterdorf doch recht exotisch. Und vielleicht können Sie noch mal für alle, die es nicht kennen, noch mal die grundlegende Idee oder die Vision eines sozialistischen Musterdorfes zusammenfassen. Ja, es war ja der Gedanke, es müssen Dörfer geschaffen werden, die auch mal zeigen, dass man auf einem Dorf ja auch Ähnlichkeiten schaffen kann wie in einer Stadt. Und diese Idee war ja auch sehr schön, aber es ging eben doch nicht so schnell wie gedacht. 1952 war die Planung, 1954 wurde dann angefangen zu bauen mit dem Kulturhaus. Ja, aber es mussten ja dann auch Häuser her. Straßen, wo waren alles junge Leute, das heißt also zwei, drei, vier Kinder hatten fast alle.
Und es war eine Sicherheit für sowohl für die Leute, die arbeiten. Es war keiner arbeitslos. Jeder ging seiner Arbeit nach. Und dadurch wurde alles sehr genutzt. Und jetzt dann war es eben sehr schade und ist auch noch sehr schade. Also man hat sozusagen dieser Gedanke, ja. Um die Zukunft eines Dorfes zu zeigen, hat man ja sich da diese Gedanken gemacht. Und es, wenn man überlegt, in diese Zukunft ist ja auch sehr schnell vorwärts gegangen, denn innerhalb von 40 Jahren, wie schafft man da so ein tolles Dorf herzurichten? Aber das war eine Hoffnung, ein Glaube. Und es ist eben leider doch nicht so entstanden, wie man das sich so schön erträumt hatte. Also man hat sozusagen versucht, die Stadt im Kleinen aufs Land zu bringen und alle Annehmlichkeiten da zu haben. Ja, weil ja alles war. Auch in dem Kulturhaus war eine Gaststätte und auch dann hatten wir ja diese Gaststätte zur Post. Und wir hatten ja, wenn man immer wieder sagt, wir hatten ja alles. Und wir hatten eben auch für die Menschen, die Festlichkeiten durchführen wollten, ja einen Ort, wo man es niveauvoll gestaltet hat und durchführen konnte. Denn wer hat das schon auf dem Dorf? Hm. Ja, ein ganz wichtiger Teil. Und dann darf man nicht vergessen, wie ich schon sagte, wir waren alle jung und sind inzwischen ja alt geworden. Und jeder redet noch von früher. Oh ja, ich weiß noch. Und wisst ihr noch? Und wisst ihr noch? Denn es sind ja immerhin von 1959, 58 bis jetzt, die Jahre, die ich hier verbracht habe, waren sehr schön. Und leider ist es ja auch wieder nach der Wende. Es sind ja nun kaum noch junge Leute hier, weil die ja alle wegen der Arbeitslosigkeit ja dann in die Städte, Rostock, Hamburg, und so weiter gegangen sind. Das geht ja vielen Dörfern so, ne? Ja, leider. Vielen Landschaften, ja. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt wieder auch durch Corona. Mal sehen. Ja, wir versuchen ja nur noch durch kulturelle Veranstaltungen und das Haus wieder aufzubauen und unser Denkmalkultur, die geben sich sehr viel Mühe. Aber es ist eben sehr mühsam. Ja, ich war auch schon mehrmals in Mestlin und das Kulturhaus ist sehr beeindruckend. Also kann man sich ruhig mal angucken und den Weg machen. Ja, genau. Okay, dankeschön. Wer möchte denn daran anschließen? Herr Grunewald, sehr gerne. So, ich höre. Ich denke, dass mich alle hören und möchte auch meine Geschichte kurz erklären und kurz aufsagen. Ich bin schon 80 Jahre und bin mitten im Zweiten Weltkrieg 1941 im Januar hier in Ostthüringen im Thüringer Schiefergebirge geboren, in einer großen Arbeiterfamilie. Meine Eltern hatten zwar in der Jugend in der Landwirtschaft gelernt, aber sie waren, mein Vater war Eisenbahner, meine Mutter ging in den Forst. Ich war das sechste Kind. Und nach mir sind noch zwei Kinder geboren. Also meine Eltern hatten in 10 Jahren 8 Kinder. Und es war Krieg und es war Nachkrieg. Das waren Entbehrungen. Also es hat an Wohnung, an Kleidung, an Schuhen, es hat an allen gefehlt. Aber die Eltern haben sich große Mühe gegeben und wir haben vor allen Dingen die Natur genutzt. Vieles haben wir in der Natur uns geholt. Es waren Pilze, es waren Beeren, es waren Dinge, die man heute gar nicht mehr kennt. Selbst Brennnesseln waren bei uns eine Speise. Meine Eltern wollten aber sich verändern, denn sie hatten in der Jugend ja Landwirtschaft gelernt und kannten alle Arbeiten. Und so hatte ich war dann 1947 in die Schule gekommen. Als sechstes Kind in derselben Klasse saßen noch 5 Geschwister von mir. Und die einzige Lehrerin hat 64, manchmal auch noch mehr Kinder unterrichtet. Die war dann froh, wenn man mal 2 Stunden, 2 Klassen rausnehmen konnte, 2 Jahrgänge, die dann auf dem Schulhof ein bisschen Sport getrieben haben. Aber über Völkerball ist das auch nicht hinausgegangen. Meine Eltern sind dann einer Empfehlung gefolgt und sind in eine LBG in Ronneburg
eingetreten. Das ist ausgerechnet die Stadt, wo die Wismut dann sich so breit gemacht hat. Aber dort wurden sie LBG-Mitglieder, sie waren Landarbeiter. Dieses Programm Industriearbeiter aufs Land, das gab es damals noch nicht. Das hat mein Vater also nicht kriegen können oder meine Mutter. Aber wir konnten dann in dieser LBG mehr Tiere halten. Früher waren das nur Kleintiere, jetzt durften wir eine Kuh halten. Wir hatten Schweine, wir hatten Ziegen, wir hatten Geflügel, wir hatten Kaninchen. Das war natürlich auch Arbeit für die Kinder. Denn jeder musste etwas dazu beitragen, dass die große Familie also sich entwickeln konnte. Mein Vater hat uns angehalten, auch häuslichen Arbeiten alle zu machen. Wir haben also Tiere betreut. Wir konnten also auch dann als ehemalige Landarbeiter Milch abliefern an die Molkerei. Wir konnten schlachten. Wir hatten also genügend zu essen. Alles das, was es unmittelbar nach dem Kriege eben nicht gab. Und wir konnten vor allen Dingen auch bessere Chancen in der Bildung und in der Ausbildung wahrnehmen. Mein Bruder zum Beispiel, der hat sofort eine landwirtschaftliche Lehre in der LBG begonnen. Ich konnte als erster von 8 Geschwistern, also als 6. konnte ich in der Stadt Ronneburg als erster die mittlere Reife erreichen, als erster überhaupt mal 10 Klassen. Und das war die Voraussetzung, dass ich in eine Fachschule eintreten konnte. Ich habe mich beworben in einer Fachschule für Landwirtschaft in Eisenach, also in der Wartburgstadt, ganz nah an der Grenze. Dort hatte ich 4 Jahre lang sehr gute Lehrer. Mein Vater hat mir empfohlen, mach doch du Finanzwirtschaft für Landwirtschaft. Auch diese Leute werden gebraucht. Das habe ich auch wahrgenommen. Und wir hatten also dort nicht nur sehr gute Lehrer, wir haben dort vor allen Dingen eine sehr, sehr schöne Jugend verbracht. Noch heute habe ich Kontakte zu dieser Klasse, ist also ungewöhnlich, aber wir sind also immer noch in vielen Kontakten. 1961 war ich fertig mit dem Studium und hatte einen Abschluss als staatlich geprüfter Finanzwirtschaftler. Ich ging in ein Praktikum und anschließend habe ich noch einige Monate in einem Institut für Betriebswirtschaft an der Universität Jena mich weitergebildet. Und 1962 im Mai hat die LBG Frauen Priesnitz, in der ich das Praktikum hatte öfters, mir angeboten, die Stelle als Hauptbuchhalter anzunehmen. Da war ich 21 Jahre alt. Das war eine große Herausforderung. Jeder in der Verwaltung dieser LBG war älter als ich. Ich musste mich also behaupten. Und diese LBG hatte sich 1952 als erste überhaupt im Bezirk gegründet und hatte schon 1500 Hektar. Am Ende, kann ich mich erinnern, waren das 1940 Hektar. Und über 400 Mitglieder haben hier ihr Geld verdient. Ich als Hauptbuchhalter hatte natürlich da auch eine große Verantwortung, denn es war ja alles noch Buchungen von Hand. Man hatte noch keine Technik, kaum dass es ein paar Rechenmaschinen gab. Und ich hatte schon im nächsten Jahr einen Lehrling. Und das war bestimmt nicht der einzige in meinem Leben. Auch Praktikanten oder Studenten waren von der Universität Jena und von den Fachschulen in unserer LBG oftmals tätig. Aber in dieser Zeit habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben hier in Frauenpriesnitz ein kleines Haus gebaut. Da wohnen wir heute noch drin. Und sie war hatte auch landwirtschaftliche Berufe. Und um das vorwegzunehmen, auch unsere Kinder haben landwirtschaftliche Berufe ergriffen. Und wir sind darüber sehr glücklich. Ich habe in dieser Zeit auch noch ein Fernstudium aufgenommen an der Hochschule für LBG in Meißen. Das ist die ehemalige Fürstenschule, die heute in Sachsen wieder für hochintelligente Menschen genutzt wird. Aber in der DDR-Zeit war das eben eine Möglichkeit, aus der Praxis heraus über ein Fernstudium noch ein Diplom zu erreichen. Das habe ich gemacht. Kurz danach hat man unseren LBG-Vorsitzenden, der sehr viel mit dazu beigetragen hat, dass diese damals ökonomisch noch sehr schwache LBG
natürlich zu besseren ökonomischen Verhältnissen kam. Man konnte soziale Maßnahmen einführen. Es gab Betriebsküche, es gab Kulturhaus, es gab Ausbildung. Es wurden sogar Prämien verteilt in Form von Auslandsreisen. Das ist auch in der Zeit der Kooperation anschließend fortgesetzt worden. Da sind Leute auch mal nach Moskau gefahren oder nach Kiew oder nach Sotschi oder nach Bulgarien. Daran erinnern sich die Alten, die jetzt auch so sind wie ich, gerne. Denn das war ja auch eine besondere, ein besonderer Höhepunkt, wenn sie dann mal ins Ausland gefahren sind. Aber ich muss auch dazu sagen, in dieser Zeit meiner Tätigkeit, ich wurde dann der als LPG-Vorsitzender gewählt, weil unser Vorsitzender in eine staatliche Funktion gewechselt hat. Er wollte auch noch promovieren, das hat er auch gemacht. Da in dieser Zeit, als ich dann LPG-Vorsitzender war, kam es zur Trennung zwischen Pflanzen- und Tierproduktion. Das wird heute und auch von den alten Bauern wurde das nicht als besonders gut angesehen. Aber man ging eben davon aus, man könne, indem man die Flächen immer mehr konzentriert, viel besser und ökonomischer die Pflanzenproduktion betreiben. Infolgedessen gab es auch dann größere Ställe. Wir haben also sogar einen separaten Betrieb ZGE Milchproduktion hier geschaffen mit weiteren anderen LPG. Also eine 2000er Milchviehanlage mit einem Melkkarussell, wie das die Kollegin vorhin auch schon erwähnt hat, ist heute noch vorhanden. Natürlich in der Agrarproduktion, die man heute daraus gemacht hat, arbeiten bei Weitem nicht mehr so viele Leute. Es ist ja ein ganz anderes Produktionsprofil. Damals ging es um Arbeitsplätze, damals ging es um soziale Probleme. Alles schon hier angeklungen, hat mir sehr gut gefallen. Der Vorsitzende der neuen LBG Pflanzenproduktion, der hier sehr viel Gutes bewirkt hat, und auch ich, wir bekamen mit unseren Frauen die Möglichkeit, Lehrgänge zu belegen und tropische Landwirtschaft noch zu lernen und portugiesische Sprache zu lernen. Und wir hatten auch Lektionen in Politik, denn die national befreiten Staaten in Afrika, die haben nach Hilfen gesucht und haben auch mit sozialistischen Staaten wie der DDR Verträge gemacht, so unter anderem Mosambik, 1979 ein Staatsvertrag. Und auf diese Weise ist mein Kollege Wolfgang Smatz nach Mosambik gekommen und ich im Jahr darauf auch. Wir waren nicht ganze 5 Jahre, aber insgesamt war diese Gruppe 5 Jahre dort tätig. Wir haben dort auf 1500 Hektar Mais angebaut, aber auch Gurken, Bohnen, Möhren, Kraut, Maniok, Auberginen, Bananen, Ananas. Wir haben dort dazu beigetragen, im Norden von Mosambik, in der Provinz Yassa, die war größer als die ganze DDR, den Hunger zu bekämpfen. Das ist uns auch gelungen. Aber es gab auch im Herbst, im September, erste Übergriffe von terroristischen Banden. Auch ein Auto, ein LKW wurde überfallen und verbrannt und der Fahrer erschlagen, sodass wir also von da an Bewachung hatten. Aber diese Bewachung hat auch nicht geholfen, denn als ich auf einer Heimreise war, ich bin von Lichinga nach Maputo geflogen, um dann in die DDR zu reisen. Ich hatte eine zweite Heimfahrt und da ist mir in Maputo zu Ohren gekommen, dass meine Kollegen überfallen worden sind. Leider sind dabei 7 Kollegen von mir erschossen worden. Einer hatte einen Kopfschuss, wahrscheinlich dumm, sodass er nach 10 Tagen ebenfalls gestorben ist. Weiterhin ist ein Jugoslawe gestorben und 5 Mosambikaner, darunter auch ein Diplom-Ingenieur, der erst aus den USA kam. Und ich muss auch sagen, es sind Bewacher gestorben und einer von unseren Kollegen konnte sich retten mit einem Beindurchschuss. Ich bin dann mit 11 Frauen und 11 Kindern und 8 Särgen in Schönefeld gelandet am 9.12.1984. Das war eine abrupte Beendigung unserer Arbeit in Mosambik. Habe ich mich nochmal betrieblich verändert. Ich bin Betriebsdirektor geworden
Das hat man mir angeboten in einem Futtermischwerk, einem Verarbeitungsbetrieb. Wir haben Hundefutter hergestellt, wir haben Fette verarbeitet, wir haben Schweinefutter aus Futterblut und aus verschiedenen Abfällen tierischer Herkunft gemacht. Und wir haben auch zwei Tierkörperverwertungen betrieben. Die Tierkörperverwertung sind die Abdeckereien, in denen man die toten Tiere und vor allen Dingen auch verseuchte Tiere konzentriert hat. Natürlich, Robert Koch hatte schon herausgefunden, dass man Milzbrand und Tollwut sehr leicht mit Hitzebehandlung bekämpfen kann. Man kann sogar daraus Futter machen, das ist auch gemacht worden bis zur BSE. Dann wurden die Futtermittel nicht mehr an Tiere verfüttert, obwohl das eigentlich das älteste Recycling ist, das es überhaupt gibt. Mosambik hat mich als Thema aber immer wieder interessiert. Ich habe eine Broschüre geschrieben. 2007 habe ich erst den Tod meiner Kollegen angezeigt bei der Staatsanwaltschaft. Seit 2007 wurde dann mal ein bisschen ermittelt vom Landeskriminalamt Thüringen. Staatsanwaltschaft hat sich befasst. Aber alles in allem war das nicht ausreichend. 2009 war ich noch mal mit anderen zur Eröffnung eines kleinen Denkmals. Das war der 25. Jahrestag. Es hat sich auch brisant und Fernsehleute damit befasst. Wir haben anfangs 20 Jahre überhaupt nicht drüber geredet und haben dem zufolge erst 2007 eine Anzeige gemacht. Weder von der DDR noch von der Bundesrepublik hat sich jemals jemand um diese 8 Toten bis dahin gekümmert. Und dazu kommen ja noch 6 tote Geologen und Vermesser. Also diese 14 Toten sind nicht aufgeklärt. Die Politik, die Polizei, die Justiz, die Gesellschaft als Ganzes hat keine ausreichende Aufklärung erreicht. Es ist nicht bekannt, wer die Täter sind, die Hintermänner, die Strippenzieher, die vielleicht irgendeinen Auftrag hatten. Es ist unaufgeklärt und für mich völlig unbefriedigend und auch für diese Familien, die es betrifft, völlig unbefriedigt. Zu meiner Person noch, ich bin in meinem Ort sehr engagiert, was historische Entwicklung angeht. Ich habe also schon eine Broschüre geschrieben, ich habe eine kleine Ausstellung und ich interessiere mich für historische Entwicklung meiner Familie, meines Ortes, meiner Region. Und ich hoffe, dass ich das als Rentner noch eine Weile machen kann und bin der Hoffnung, dass mich Krankheiten und Corona verschonen. Danke. Vielen Dank, Herr Grunewald. Vielleicht noch mal kurz zu Ihrer Arbeit in Mosambik. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie sah die aus? Sind Sie da hingekommen und haben das Wissen von hier, die Lehrinhalte weitergegeben? Oder, also Sie kennen ja nun beide landwirtschaftliche Produktionen. Gab es da nur Unterschiede oder gab es da auch Gemeinsamkeiten? Da gab es Unterschiede und es gab Gemeinsamkeiten. Denn Mosambik hat im Norden, in der Provinz Yassa, auf einer Höhe von ungefähr 1000 bis 1800 Metern ein Plateau. Dort kann man wunderbar landwirtschaftliche Produkte aller Art produzieren. Wir haben 1000 Hektar Körnermais angebaut mit 42 Deziton je Hektar. Das war das Höchste, was Mosambik je statistisch erfasst hat. Und wir haben Gemüse angebaut, haben das in einem Betriebsladen und auch im Laden in Lichinga verkauft. Wir haben über 400 Leuten dort Arbeit gegeben und das ist alles abrupt zu Ende gegangen. Natürlich konnten wir DDR-Maschinen, die waren von Fortschritt eingeführt, dort einsetzen. Wir haben Mähdrescher und Pflüger und Grupper und alles aus der DDR gehabt. Das war sehr, sehr erfolgreich. Unsere Familien haben in der Hauptstadt gewohnt, 60 Kilometer von unserer Farm entfernt. Wir sind also täglich 60 Kilometer durch die Savanne gefahren und auch wieder zurück. Und dabei ist natürlich dieser Überfall passiert, mit dem niemand gerechnet hat. Aber die Bewacher konnten wahrscheinlich diesen 45 modernen Waffen, die aus dem Busch auf unbewaffnete DDR-Bürger gehalten worden sind, nicht Schritt halten und nicht gegenhalten. Und das war mit allem, was danach folgte, waren das für mich meine schlimmsten Erlebnisse in meinem langen Leben. Ja, das kann man, denke ich, gut nachvollziehen.
Okay, vielen Dank, Herr Grunewald. Wer möchte denn hier anschließen? Herr Mayer, sehr gerne. Hören Sie mich? Ja. Guten Abend. Ich melde mich aus Braunschweig. Es war im März 1991, da saß ich als Bundesbeamter in meinem Büro in der Biologischen Bundesanstalt, eine Bundesoberbehörde vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucher. Und ich bekam einen Brief auf den Tisch, einen Brief, der mein berufliches Leben völlig verändern sollte. In diesem Brief stand, unterschrieb von einem Abteilungsleiter im Ministerium, ob ich Interesse daran habe, der kolumbianischen Blumenindustrie, und das ist die zweitgrößte der Welt gewesen oder immer noch, zu helfen, denn internationale Menschenrechts- und Umweltorganisationen, ich bezeichne die jetzt mal als Nichtregierungsorganisationen, als NGOs, würden weltweit eine Kampagne machen gegen diese Blumen aufgrund der sozialen und ökologischen Verhältnisse im dortigen Schnittblumenanbau rund um Bogota und um Medellin. Ich habe mir das lange überlegt, denn ich wusste, dass Kolumbien ein sehr gewalttätiges Land ist, das massiver Drogenanbau, dass dort seit 250 Jahren im Grunde Bürgerkrieg herrscht, dass die Guerilla sehr aktiv ist, aber auch die Paramilitärs der wenigen ganz reichen Familien, die es dort gibt, die im Grunde alles besitzen. Ich habe mir das also lange überlegt und habe dann zugesagt. Es war ein Abenteuer, das im Grunde bis heute nicht zu Ende gelebt ist. Ich machte dann die Untersuchungen in Kolumbien, indem ich dort in die Betriebe ging und stellte dann auch relativ rasch fest, dass das wesentliche Problem die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist, also andere sagen Pestizide, denn Schnittblumen sind die Pflanzen, die im Grunde am meisten und am stärksten behandelt werden mit Pestiziden. Im Grunde wird ein solches Gewächshaus jeden Tag gespritzt. Und wenn man weiß, dass auch jeden Tag die Arbeiter in den Gewächshäusern sind, das sind riesige Gewächshäuser unter Plastik, die 2 bis 3 Hektar groß sind, ein Haus. Die Betriebe sind 100, 200 Hektar groß, alles unter Plastik, meistens Rosen und Nelken. Wenn man also weiß, dass hier sehr viel gespritzt wird, dann kann man sich auch denken, dass die Arbeiterinnen, 80% sind Frauen dort, sehr stark kontaminiert werden können, und zwar über die Hände, weil sie jeden Tag ununterbrochen Pflanzen anfassen, sei es bei der Ernte oder bei der Pflege. Wir sprechen hier im Pflanzenschutz von einer dermalen Toxizität, also von einer Giftigkeit über die Haut. Und dass sie auch die Schwebstoffe in einem Gewächshaus nach der Erspritzung auch vorhanden sind, sodass sie dann auch noch diese Schwebstoffe einatmen. Das Problem war deutlich zu erkennen, denn ich habe auch mit Ärzten gesprochen, ich habe mit tagsüber war ich mit den Unternehmern in den Betrieben, mit den Betriebsleitern und nachts bin ich dann in die Slums, denn ich wollte ja ein Gutachten schreiben für die Bundesregierung. Da musste ich also alles wissen. Also ich bin da auch in die Slums gegangen und habe mit den Arbeitern gesprochen. Ich bin auch in die Schulen gegangen und habe mit den Kindern gesprochen, wie denn die Situation ist, wenn die Eltern Mütter Kinder haben und etwa 60-70% der Mütter, die dort arbeiten, sind auch noch alleinerziehend. Das ist eine besondere Erscheinung in diesen lateinamerikanischen Ländern, dass viele Mütter alleinerziehend sind. Also soziale prekäre Verhältnisse, Arbeiter, die möglicherweise vergiftet werden. Ärzte haben mir entsprechendes berichtet. Man kann sowas schlecht nachweisen allerdings. Und wir wussten in der Bundesbehörde bei uns viel über Pflanzenschutzmittel, weil wir ja die Zulassungsbehörde sind, hier in Braunschweig. Durch diese Kenntnisse, die wir hatten, konnte ich das auch einigermaßen beurteilen, was da los ist. Das Problem war, dass wir keine Kenntnisse hatten über die Pflanzenschutzmittel in Zierpflanzen. Denn Zierpflanzen werden nicht gegessen. Wir hatten viele Erkenntnisse über Getreide und über Gemüseanbau und Obstanbau. Da gibt es überall Rückstandsuntersuchungen. Über Zierpflanzen wussten wir nichts. Es gab dann die glückliche Führung der Wiedervereinigung 91. Und dadurch bekamen wir in die Bundesanstalt herausragend gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der DDR. Und diese
so gut ausgebildeten und auch sozial sensiblen Wissenschaftlerinnen, mit denen konnte ich dann zusammenarbeiten, unter anderem, und habe die Zierpflanzen untersuchen lassen. Denn hier in der Bundesrepublik schlug die Kampagne auf. Es wurde gefragt, ja, können wir denn überhaupt noch einen Blumenstrauß auf den kirchlichen Altar stellen? Wird da nicht die Gemeinde vergiftet? Dürfen wir Blumensträuße noch ins Krankenzimmer stellen? Also die Stimmung war hier inzwischen auch in Deutschland aufgeheizt. Der Schnittblumenabsatz ging drastisch nach unten, nicht nur der kolumbianischen Blumen, sondern aller. Also es war auch ein richtiges ökonomisches Problem. Und da haben wir dann also die Schnittblumen untersucht. Wir haben die gespritzt, wie ich das in Kolumbien gesehen habe, mit den Spritzmitteln, was es da gab. Die kannte ich auch. Und dann haben wir also diese Blumen selber gespritzt, haben sie in ein Büro gestellt und dann die Luft untersucht. Wir haben die Blätter untersucht. Wir haben die Hände untersucht. Also wir haben umfassende Kenntnisse gewinnen können. In dieser Zeit bekam ich dann ein Buch in die Hand, das hieß, oder das heißt, Ethische Kriterien für die Bewertung von Unternehmen. Das ist eine umfassende Sammlung ethischer Kriterien über das Verhalten von Unternehmen hinsichtlich der sozialen, der ökologischen und der kulturellen Nachhaltigkeit. Dieses Buch, was im Grunde nachher so eine Art Bibel wurde von mir, da habe ich die Kontakte aufgenommen zu den Wissenschaftlern, die daran gearbeitet haben. Das waren Philosophen, Ökonomen und Theologen. Im Auftrag von deutschen Banken wurde dieses Buch geschrieben, damit die nämlich sehen können, wie nachhaltig arbeiten denn ihre Kreditnehmer. Also ich habe das dann runtergebrochen auf die Landwirtschaft und auf den Gartenbau. Und dann habe ich mir die Kriterien rausgesucht und selbst weitere Kriterien entwickelt. Und in dieser Zeit kam dann eine nordamerikanische, US-amerikanische NGO, also eine Umweltorganisation, auf mich zu. Das ist die Rainforest Alliance gewesen. Und die hat mich gefragt, aufgrund meiner Untersuchungen, die ich da in Kolumbien gemacht habe und nachher auch in Bananen in Kolumbien und Costa Rica später, die haben mich gefragt, ob ich mit ihnen gemeinsam in ein Komitee gehen möchte, mit Sitz in Costa Rica, San José, um dort Kriterien zu entwickeln für die Umweltkompartimente bei der Produktion von Kaffee, Kakao, Zuckerrohr, also alle möglichen tropischen Pflanzen, Ananas, Bananen natürlich und so weiter. Und da haben wir dann diese Kriterien entwickelt, die eine verbesserte Produktion zeigen sollten. Das ging auch insofern, weil ich kolumbianische Unternehmer dann an der Hand hatte und ich merkte auch, dass wir einige kulturelle Missverständnisse hatten. Und da haben wir gesagt, wir müssen das mal genau aufschreiben und diskutieren, was verstehen wir eigentlich unter umweltfreundlich? Was meinen wir? Sie meinen, Sie machen das. Ich denke, Sie machen es nicht. Was verstehen wir darunter? Und deswegen haben wir auch diese Kriterien entwickelt. Für alle Kulturen dann. Das habe ich 9 Jahre lang dann gemacht, diese Kriterienentwicklung mit diesem Komitee zusammen, war das International Standard Committee. Und daraus ist geworden dieser kleine grüne Frosch, den Sie wahrscheinlich kennen, an Bananen. Der ist von der Rainforest Alliance, das ist auf dem Etikett, das ist so ein Label, ein Siegel mit dem kleinen grünen Frosch. Finden Sie auf Bananen, finden Sie auf Ananas und so weiter. Da liegen dann die Standards dahinter, die wir damals entwickelt haben. Was sich auch entwickelt hat in dieser Zeit, das sind die Siegel, die Sie finden auf Schnittblumen bei Rewe, Edeka, Penny und Netto. Die verkaufen ja auch Schnittblumen und auf der Plastikhülle sehen Sie dann dieses Fairtrade-Label. Und auch die haben damals die von mir entwickelten Standards, die ich für Kolumbien eigentlich entwickelt hatte, übernommen. Diese Blumen kommen aber aus Kenia. Die haben also die kolumbianischen Standards letztendlich übernommen. Ich nehme an, dass die noch nach diesen Standards gemacht werden, diese Zertifizierung, wie ich sie damals vorgeschlagen habe. Aber ich habe schon diesen Eindruck, dass es im Wesentlichen dabei geblieben ist. Was sind das für Standards? Das sind zum Beispiel Standards hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Welche Pflanzenschutzmittel werden angewandt? Müssen sie überhaupt angewandt werden? Werden die am wenigsten giftigen angewandt?
Wie könnte man darauf verzichten? Ist die Firma, die zum Beispiel gekoppelt an wissenschaftliche Institutionen, um weniger Mittel ausbringen zu können? Wie sieht das aus mit den Düngemittel im Grundwasser? Dieses Problem haben wir ja auch in Deutschland mit den Nitraten im Grundwasser. Wird richtig gedüngt? Wird überhaupt gedüngt? Und dann in welcher Intensität gedüngt wird? Also diese ganzen Fragen, die in der Landwirtschaft von Bedeutung sind, einschließlich der Erlöse der Bauern, was ja auch eine hohe ethische Frage ist, wie sie bezahlt werden. Wir sehen das jetzt an den Demonstrationen in Deutschland. Bekommt der Bauer denn einen gerechten Preis für seine Produkte, für seine Arbeit? Das sind auch ethische Fragen, agrarethische Fragen. Kurzum, Agrarethik zieht sich überall durch. Ja, dieser Begriff Agrarethik noch mal kurz erklärt. Die Ethik ist im Grunde eine philosophische Disziplin, eine praktische philosophische Disziplin. Da wird gefragt nach der Moral. Also ist etwas moralisch oder nicht moralisch? Wie begründet sich zum Beispiel, das ist mal eine typisch ethische Frage, wie begründet sich, dass wir Hähnchen schreddern? Ist das begründbar? Und wenn ja, wodurch? Geht es jetzt um Geld? Hat der Hähnchenbauer dann mehr Geld in der Tasche? Wie wird das begründet, dass er nicht mehr Hähnchen, dass der Konsument vielleicht nicht so viel geben will für dieses Hähnchen? Also es wird vorbehaltslos hinterfragt in der Ethik, ob das Verhalten, was man an sich hat, richtig oder falsch ist. Man sieht das jetzt ganz deutlich bei Corona. Ich selbst hatte Corona. In der letzten Woche oder vorletzte Woche ist ein sehr guter Freund von mir an Corona gestorben. Das heißt, er hatte zuerst Corona, dann wurde beatmet, anschließend bekam er Entzündung. Er konnte diese Entzündung nicht hinter sich lassen. An einer Leberentzündung ist er letztendlich gestorben. Warum? Weil er keine Antibiotika mehr hatte. Es gab keine Antibiotika, um die zu bekämpfen. Die Bakterien waren alle resistent. Möglicherweise, so wird es in der Wissenschaft diskutiert, beides Ursachen der Landwirtschaft, sowie das Zurückdrängen des Urwaldes, die Corona fördert, Zurückdrängen des Urwaldes, um Rinder bzw. Soja zu produzieren für unsere Schweine und Hähnchen, wird es auch begründet, dass die Antibiotika-Problematik eben auch aus der Landwirtschaft kommt, weil aufgrund der Massentierhaltung eben diese Mittel häufiger angewendet werden, zugefüttert werden, gespritzt wird oder ähnliches. Also kurzum, der ist vielleicht in dieser landwirtschaftlichen Problematik sogar gestorben. Auch hier greift eine Agrarethik und hinterfragt, wie weit die Landwirtschaft hier moralischen Ansprüchen genügt. Ja, es kam dann zu... Ich habe dann in dieser Zeit, während ich kurz vor der Pension stand, ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Agrarethik, Landwirtschaft mit Zukunft. Diese Agrarethik, die wird dort näher beschrieben aus verschiedenen Sichtweisen. Das ist ein eher wissenschaftlich getragenes Buch von Ökonomen, von Theologen, von Agrarwissenschaftlern, Ethnologen und Ähnlichen, die jeweils ihren Blick auf die Agrarwirtschaft, ihren ethischen Blick auf die Agrarwirtschaft geworfen haben. Nach der Pensionierung dachte ich mir, also nachdem das Buch fertig war, dachte ich, jetzt gehst du richtig in Pension, aber das war nichts, denn ich dachte mir, jetzt muss noch was passieren, ich möchte das mal praktisch anwenden. Und so gründete ich eine Firma, die Firma Projektwerkstatt Urwaldgarten, und wollte in dieser Firma den besten Kakao der Welt kaufen und Schokolade produzieren. Der beste Kakao, was ist das? Das ist natürlich nicht nur ein Kakao, der herausragend gut schmeckt, sondern er muss auch ethischen Kriterien standhalten. Nicht ich bestimme den Preis als Einkäufer, sondern der Bauer bestimmt den Preis. Das ist schon mal eine ganz andere Dimension. Und dann suchte ich diesen Kakao auch in Kolumbien, in den Urwäldern dort. Hatte natürlich da zur Guerilla Kontakt und auch zu Paramilitärs. Teilweise war der deutsche Botschafter so freundlich und hat die kolumbianische Armee gebeten, mich zu begleiten, wenn die Gebiete besonders problematisch waren, also gefährlich waren. Aber auch Paramilitärs habe ich getroffen, also was man eben alles so trifft in Kolumbien. Und habe dann in den Kriegsgebieten, hauptsächlich von Frauen, deren Männer erschossen worden waren, habe ich den Kakao aufgekauft und zu deren Preis, den die haben wollten. Und das heißt, ich hatte vor, aufzukaufen, denn ich traf unter anderem auch auf
ein Indianerstamm in der Sierra Nevada de Santa Marta im Norden Kolumbiens, die Arawaku-Indianer, Indigenen. Und von denen wollte ich auch Kakao kaufen. Ich wollte also auch Indianer-Kakao haben. Und ich kam da also hin, das dauerte so 2 Tage, bis man da war. War das ein bisschen schwierig. Und ich setzte mich dann dahin auf den Boden und saß mit dem Mamo. Der saß mir gegenüber. Das ist das Oberhaupt, das geistige Oberhaupt der Indianer dort gewesen. Wir saßen dann erstmal 2 Stunden und haben gar nichts gesagt. Bis er dann sagte, sie wollen wohl Kakao kaufen. Da sagte ich, ja, fragte er, was ich jetzt in einer Minute erzähle, das ging da über mehrere Stunden. Was kriegt er denn dafür, wollte er wissen, nicht? Was kriege ich dafür? Und dann sagte ich, naja, was Sie haben wollen, Sie bestimmen den Preis. Und Sie sagen auch, ob Sie Dollars oder Euros haben wollen. Ja, sagt er, ich brauche aber was anderes. Dann sage ich, ja, was denn? Ja, ich brauche was die Mutter Erde zufriedenstellt. Und dann sage ich, da habe ich nichts, habe lange überlegt, bin unverrichtete Dinge weg. Ein Jahr später bin ich wieder hin. Und da habe ich ihm gesagt, hat er mich gefragt und sagte ich, ja, ich erzähle überall das, was Sie mir gesagt haben. Und das erzähle jetzt eben auch, dass Mutter Erde alles zurückgegeben werden muss, was man ihr entnimmt. Und ich nehme den Kakao mit Europa. Das hat er immer ein Jahr vorher gesagt, wir kriegen nichts zurück. Und sagte ich, Sie kriegen jetzt was zurück. Ich erzähle überall, wo ich bin und überall, wo ich einen Vortrag halte, erzähle ich von unserer Begegnung, dass Mutter Erde immer alles zurückhaben möchte. Und jetzt habe ich die Geschichte Ihnen eben auch erzählt. Und genau das ist dieser Punkt, der für mich so wichtig geworden ist. Ich habe mich bestätigt gefühlt, bei meiner Idee, die Agrarethik einzuführen. Und ich habe mich jetzt bestätigt gefühlt durch den Indianer und bestelle aus dieser Schokolade, also lasse ich Kakao herstellen. Nee, Entschuldigung, aus dem Kakao, den wir importieren, stelle ich Schokolade her. Wir haben da Tafelschokolade, aber auch den Braunschweiger Löwen lasse ich in Schokolade herstellen. Und dann immer mit diesem hohen ethischen Anspruch. Ja, und damit ist im Grunde mein berufliches Leben recht rund geworden. Und ich bin darüber sehr zufrieden. Es zeichnet sich jetzt ab, dass die Evangelische Kirche Deutschland, die EKD, mit mir und der Agrarethik kooperieren will. Das zeichnete sich heute. Heute Abend hatte ich das Gespräch, kurz bevor ich hier zu Ihnen reinkam, hat sich das also gezeigt, dass ich in Zukunft also wahrscheinlich mit der Evangelischen Kirche Deutschlands diese Agrarethik verstärkt betreiben möchte. Dankeschön. Herr Mayer, vielen Dank auch von mir. Verraten Sie uns doch noch ganz kurz, was die Untersuchungen der Schnittblumen ergeben haben und wäre das heute besser, wenn ich Schnittblumen in mein Zimmer stelle? Da haben Sie nämlich vorhin an der Geschichte so einen kleinen Cut gemacht. Ja, es ist herausgekommen, dass die Schnittblumen damals, das war 1992 etwa, dass Schnittblumen sehr stark belastet waren mit sehr vielen unterschiedlichen Pflanzenschutzmitteln. Nicht? Es gibt ja auch die verschiedensten Krankheiten und Schädlinge. Mit sehr vielen unterschiedlichen, aber nie so ganz hoch. Die waren aber nie so ganz hoch. Wir wussten aber auch nichts über die toxikologischen Wirkungen der Kombination dieser ganzen Wirkstoffe. Darüber wussten wir nichts. Wissen wir auch heute relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Die Kombination gibt es heute ja auch nicht mehr. Das ist was anderes. Also heute kann man sagen, dass Schnittblumen untersucht werden und dass wir heute diese Probleme bei Schnittblumen in dem Maße, wie wir sie früher hatten, nicht haben. Aber immer noch werden Schnittblumen stark gespritzt, weil der Konsument diesen hohen Anspruch hat. Weil zum Beispiel bei der Rose, das Blütenblatt darf keinen Fleck haben und vor allem auch die Blätter dürfen keinen Fleck haben. Und deswegen werden sie immer noch relativ viel gespritzt. Aber wir haben auch eine relativ starke wissenschaftsbasierte biologische Bekämpfung von Spinnmilben, von Blattläusen und Ähnlichem. Auch da haben wir große Fortschritte gemacht. Vielen Dank. Bitte. Wer möchte denn jetzt anschließen? Von den verbliebenen beiden Herren. Sehr gerne. Herr Nipkau. So, hört man mich? Wunderbar. Ja, ich bin der David und gebürtig aus Wiesbaden in Hessen, nicht aus Bavü. Aber genau. Ich habe in meiner Jugend eben sehr viel ausprobiert. Ich habe
Koch gelernt, weil ich schon immer sehr gerne gekocht habe und ich auch Lebensmittel schon immer interessant fand. Habe mich auch im Holzhandwerk ausprobiert, aber das war mir alles zu eng und war schon immer von kleinster Kindheit an eigentlich draußen unterwegs und mit meinem Opa auch immer viel im Wald. Wollte auch immer was mit Tieren machen und habe mich seit der Pubertät eigentlich umweltpolitisch engagiert. Habe dann in meiner späteren Jugend auch viel Vorträge gehalten und Kampagnen mit organisiert, was mich immer näher an die Landwirtschaft gebracht hat. Erstmal über Kritik, was ich aus meinem Großstadtballungsraum sehr einfach tun konnte. Und bin aber auch immer auf dieselben Großstadtmeinungen erstmal getroffen. Und man erzählt halt immer dasselbe und es führt zu nichts. Und das hat mich dahin gebracht, okay, ich möchte es eigentlich selbst machen. Und habe meine Frau, meine heutige Frau kennengelernt damals. Die kommt aus Mecklenburg. Und wir haben eben uns gegenseitig am Anfang besucht, eben über die Umweltpolitik kennengelernt. Und am Anfang ist sie dann erstmal zu mir runtergezogen ins Ballungszentrum und es hat sich gezeigt, das ist kein Lebensmodell, wo wir alt werden möchten, wo wir Kinder kriegen wollen, wo wir uns beruflich finden können. Sind nach Mecklenburg gezogen und haben im selben Jahr, 2015 war das, die Ausbildung angefangen. Beide sehr spät. Und spät in der landwirtschaftlichen Ausbildung, also älter, man wohnt immer auf dem Hof. Ich habe die freie Ausbildung von Demeter gemacht, nicht die staatliche. Muss man sich erstmal einordnen können. Also sowohl unterordnen in einem gewissen Alter, als auch aus dem Lebensumfeld rausgerissen werden, nicht mit Freundinnen, Frau zusammenwohnen, nicht eigene Wohnung zu haben, nur einen sehr kleinen Hausstand, ist erstmal eine schwierige Umstellung. Und dann war die Ausbildung im letzten Jahr. Meine Frau ist schwanger geworden und die Ausbildung endet im März. Und im August haben wir dann geheiratet, haben in Mecklenburg eine Wohnung gefunden. Und der Vater meiner Frau ist hier schon sehr viele Jahre im Rothener Hof e.V. aktiv. Das ist drei Dörfer weiter vom Kulturhaus Mestlin. Da sind eben, ist ein Verein, um Kultur aufs Land zu bringen und gleichzeitig eben auch politische oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Viel Kunst, viel Kultur. Und die hatten einen Kräutergarten, der seit 3 Jahren gar nicht mehr bearbeitet wurde, seit 5 Jahren nur noch sporadisch. Und im Dorf Mittelpunkt, das ist ein ehemaliges Gutsgelände auch, gab es einen verwaisten Fußballplatz und eine Wiese, wo nichts mehr passiert ist. Und die gehörte eben dem Verein und wir sind auf den Verein zugegangen. Und da wir eben auch mit dem Ziel in die Ausbildung gegangen sind, haben wir auch die ganzen 4 Jahre Ausbildung eben geplant. Wie soll unser Betrieb aussehen? Was möchten wir? Konnten das abgleichen mit Höfen, die wir kennengelernt haben und immer weiter dran entwickeln und sind dann eben mit unserem konkreten Konzept an den Verein herangetreten. Wir möchten eine solidarische Landwirtschaft in Rothen etablieren. Das passt auch gut zum Verein, zum Gesamtkonstrukt Dorf. Belebt das auch wieder, diesen verwaisten Dorfmittelpunkt eigentlich. Das ist sozusagen der alte Gutsgarten. Und der Verein war begeistert. Wir sind in den Verein eingetreten, haben die Flächen gepachtet und haben losgelegt. Also Ende 2019 war das dann. Haben wir eben die Verträge gehabt, haben einen da noch Lohnunternehmer beauftragt, uns den Fußballplatz doch zum Acker zu machen. Und genau, so sind wir gestartet. Und wir selber arbeiten eben alles in Handarbeit. Meine Frau hat Pferdearbeit gelernt bei der ABL. Und da soll es auch hingehen, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist. Vorher können wir einem Arbeitspferd nicht gerecht werden und das macht für uns dann keinen Sinn. Genau, wir wirtschaften als solidarische Landwirtschaft. Das bedeutet im Prinzip eine wirtschaftlich ausgedrückt Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft. Also wir als Landwirte haben Ernteteiler, nennt sich das dann. Davon haben wir jetzt dieses Jahr 2020, letztes Jahr 2020 im ersten Wirtschaftsjahr 20 Stück gehabt. Das bedeutet, diese Ernteteiler zahlen entweder zu Vertragsbeginn, das ist bei uns am 1. Mai, einen Jahresbeitrag oder zahlen den Betrag monatlich.
Und bekommen dafür jede Woche eine Kiste voll Gemüse und Kräuter, die komplette Palette, sowohl Lagergemüse als auch frische Sachen, immer saisonal, von uns frisch geerntet an dem Tag. Teilweise liefern wir, teilweise kommen die abholen. Das ist erstmal das Grundmodell. Auf der anderen Seite kommen da eben auch Rundbriefe, jede Woche dazu mit der Kiste, was ist drinne, Rezeptideen, wie gehe ich damit um. Es gibt gemeinsame Feste, es gibt eben so ein Jahreskalender, wo wir sagen, das steht jetzt im landwirtschaftlichen Jahr an, dass die Leute, die damit keinen Bezug haben, aber Interesse haben, eben auch daran teilhaben können. Genau, und haben auch gemeinsame Arbeitseinsätze für Menschen, die eben Interesse haben, zum Arbeitseinsatz zu kommen. Also keine Pflicht, ist ein Kann und kein Muss. Und das ist erstmal grob solidarische Landwirtschaft. Wir bauen nur samenfeste Sorten an, eben durch Demeter. Ich bin der gelernte Landwirt, meine Frau die Gärtnerin, wir haben auch noch Tiere. Wir bauen nur samenfeste Sorten an, das ist Grundkonsens. Versuchen jetzt in den nächsten Jahren auch an den geschlossenen Hofkreislauf dran zu kommen. Das ist für Kleinbetriebe sehr schwierig, erstmal in unseren Verhältnissen eben Mist, Futter und Ackerflächen in ein Gleichgewicht zu bringen. Wir haben nur 2 Hektar im Moment, von denen wir diese Leute ernähren. Dieses Jahr steigern wir nochmal um 10 Ernteanteile. Wir bauen in Mischkultur an. Das heißt, wir haben keine monokulturellen Beete, sondern haben immer verschiedene Kulturen gemischt und regeln darüber auch nochmal die Fruchtfolge anders. Wir arbeiten viel mit Nützlingsstreifen und versuchen eben da auch auf dem Acker das ökologische Gleichgewicht herzustellen. Wir sind nicht zertifiziert im Moment, arbeiten aber trotzdem schon nach den Demeter-Richtlinien, auch inklusive der ganzen Präparatearbeit. Und was noch eine Besonderheit von uns ist, wir produzieren auch sämtliche Jungpflanzen selber. Das heißt, wir kaufen keine Jungpflanze zu, wir ziehen alles selber aus dem Samen, wir machen die komplette Jungpflanzenanzucht selbst oder direkt Saaten und arbeiten das eben. Wir arbeiten im Moment komplett ohne Maschinen, also alles ist Handarbeit und haben dazu als Wiederkäuer, das ist bei Ackerbauern oder im Demeter ist es Standard, man muss eigentlich wiederkäuendes Vieh halten, haben wir Schafe, für Rinder fehlen uns die Flächen und da wir eben sowohl die alten Gemüsesorten als auch die alten Tierrassen anstreben, ich bin von dem Archehof-Konzept sehr begeistert und das ist eigentlich mein Zukunftsziel, das herstellen zu können, dieses Zertifikat für mich. Deswegen halten wir rauwolliges pommersches Landschaf. Das ist, das kommt von hier, das ist für die hiesigen Bedingungen gezüchtet. Die kommen hier mit dem Futter gut klar, das passt hierher. Genau, der Kräutergarten vom Verein ist auch immer noch Kräutergarten. Da wird auch viel Beerenobst angebaut. Also wir haben wirklich eine Komplettpalette an Obst und Gemüse erstmal, was wir gewährleisten können. Klar, eine Hofgründung, gleichzeitig ein kleines Kind und das ganz normale Arbeiten, das ist erstmal relativ viel auf einmal. Das ist dann so, aber auch da ist das Konzept solidarische Landwirtschaft dann wieder sehr schön. Wir vermarkten direkt, das heißt, wir bestimmen irgendwo den Preis durch die Kistengröße und durch das, was wir anbauen. Auf der anderen Seite, wir haben eben niemanden, der dazwischen sitzt. Die Leute, die unsere Kisten beziehen, geben weniger Geld für dieses Bio-Lebensmittel aus, als sie im Supermarkt oder im Biomarkt ausgeben würden. Und gleichzeitig ist es eben auch regional. Und genau, ich bin Jahrgang 91, also die Wende habe ich nicht miterlebt. Ich habe nur miterlebt, wie es ist, aufs Dorf zu ziehen. Und ich denke, das macht regional überhaupt keinen Unterschied, wo man aufs Dorf zieht. Man ist immer der Zugezogene. Und im falschen Dorf ist man auch der Zugezogene noch, wenn man der Sohn vom Zugezogenen ist oder der Enkel. Das hält sich und das hat auch seine Richtigkeit. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie komme ich auf die Leute zu, wie komme ich irgendwo hin. Und ich persönlich kann zu mir sagen, dass ich nicht wie ein Zugezogener behandelt werde. Sowohl von konventionellen Bauernnachbarn im Dorf, wir sind da angekommen, haben in jeden Briefkasten Zettel geschmissen. Wir sind die und die, das haben wir vor. Ihr seid eingeladen zum Kaffeekuchen. Wir laufen einmal zusammen über die Flächen. Wir erklären euch, was wir machen. Das Angebot ist nicht so gut angenommen worden. Vielleicht waren wir da ein bisschen zu offensiv. Es kamen 3 Leute. Aber im Dorf sind auch nur 50. Also es ist, ja, der Schnitt ist trotzdem nicht ganz gut.
Aber über die Zeit sind die Leute auch ganz schön aufgetaut und mittlerweile kommt man auch in Dialog, wenn wir auf dem Acker sind und die Leute über die Holperstraße, in Roten gibt es keine Asphaltwege, spazieren gehen, dann ist man da jetzt auch schon im Dialog. Also genau, und für uns war eben Mecklenburg der Weg, nicht Rhein-Main-Gebiet, weil das, was für andere Jugendliche oder junge Erwachsene mittlerweile oder Erwachsene strukturschwach ist, ist für uns genau, was wir wollen. Für uns heißt das Entschleunigung, für uns heißt das dünn besiedelt, wenig Menschen, viel Raum, wir können spazieren gehen, wir können wandern, wir haben das Land und können tatsächlich auch das Land genießen und haben nicht diesen ständigen Druck und Lärm und Stress der Großstadt und sind sehr glücklich damit, Stadtflucht begangen zu haben. Das war genau der richtige Weg eigentlich, genau, um unsere Familie und auch unsere Zukunft hier auf dem kleinen Dorf im Nirgendwo zu etablieren. Herr Nipkow, vielen Dank. 2019, das ist ja noch recht frisch, möchte man sagen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr momentan? Keine, wir arbeiten alles alleine, also nur ich und meine Frau. Zu zweit, okay. Genau, jetzt im ersten Wirtschaftsjahr und auch im zweiten wird das noch so sein, arbeite ich noch 2 Tage in der Feinkostproduktion und als Marktverkäufer. Habe dadurch sehr lange Arbeitstage, aber eben auch an wenigen Tagen viel gearbeitet. Das kommt dem ganz zu Pass, da habe ich mehr Zeit für meinen Betrieb. Und genau, der Plan ist, im dritten Wirtschaftsjahr die Selbstständigkeit, also als Vollerwerbsbetrieb arbeiten zu können. Und welchen Herausforderungen seht ihr euch da gegenüber? Schwierigkeiten? Das gibt ja bestimmt eine Masse an Herausforderungen, kann ich mir vorstellen. Ja, also wir dachten erst, dass Kunden eine Herausforderung war, aber es hat sich gezeigt, bevor wir den ersten Flyer gedruckt hatten, waren wir ausverkauft. Das wurde erstaunlich gut angenommen. Ein Problem ist Land. Wir sitzen neben 2 sehr, sehr, sehr großen Landwirten mit mehreren 1000 Hektar. Da hat man erstmal relativ wenig Chancen, sowohl finanziell als auch, wir sind die neuen, Verlässlichkeit. Wenn ich Land habe, dann gebe ich das eher dem Etablierten als zum Beispiel jetzt, wenn es um Kirchenland geht oder sowas. Und unsere Startschwierigkeiten angefangen hat schon damit, dass wir dem Finanzamt klar machen müssen, dass wir keine Liebhaberei betreiben, weil wir nur so wenig Land haben und so einen kleinen Betrieb, sondern dass wir tatsächlich ein wirtschaftender Betrieb, gewinnorientiert und ja, sind. Das hat viele Briefe und auch ein persönliches Treffen mit dem zuständigen Beamten erfordert, um die Nummer zu bekommen. Das ist auch weiterhin eine Herausforderung. Das System ist eben für Große gemacht oder ist im Moment danach ausgerichtet und entwickelt sich immer weiter in Richtung Industrie, Maschinisierung und ist auch an vielen Punkten nicht verkehrt. Unser Konzept ist eben das Gegenteil und wir müssen eben uns selber und auch dann den Kunden beweisen, dass das ein System ist, was auch funktioniert. Ja, da muss man bestimmt gerade in den Ämtern viel Überzeugungsarbeit leisten, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Abschluss. Ihr lebt ja von den Kistenabonnements. Wie viele braucht ihr davon, um euch im Moment über Wasser zu halten? Im Teilerwerb sind es im Moment 20 Kisten, habe ich ja gesagt. Dieses Jahr steigern wir auf 30, im dritten wollen wir auf 40 Kisten sein. Dann ist mit der solidarischen Landwirtschaft auch Schluss. Von Kunden. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen. Wir haben auch gleichzeitig noch als sozusagen zweites Standbein innerhalb der Landwirtschaft in Roten auf dem Vereinsgelände gibt es eine Gaststätte, die Rote Kelle. Die beliefern wir natürlich, die können auf unseren Acker gucken, beliefern wir mit Gemüse, Kräutern, Salat dementsprechend. Und es haben sich noch 2 weitere Gastronomien, eine aus Rostock und eine aus einem Dorf hier in der Umgebung, auch schon gemeldet. Sie möchten gerne von uns Gemüse beziehen. Und von der Betriebsentwicklung her, der Produzent von Feinkost, bei dem ich im Moment arbeite, möchte eben eigentlich gerne Biokräuter von uns beziehen. Von daher wir werden das zweigleisig fahren. Auf der einen Seite über die solidarische Landwirtschaft und auf der anderen Seite über Direktvermarktung, Gastronomie. Um
eben aus zum Beispiel unserem Kräutergarten einfach noch mehr Gewinn zu machen, was wir dann auch den Solaristen zugute führen können, dass nicht jede Kleinigkeit bezahlt werden muss. Ich weiß, ich rede gerade lange, tut mir leid. Das Grundkonzept ist eben schwierig zu sagen, okay, im Moment, wir halten Tiere, die Tiere geben Dünger, deswegen halten wir wiederkäuendes Vieh. Auf der anderen Seite sind es im Moment zu wenig Tiere, um unseren Solaristen Fleisch zu geben. Wer bezahlt jetzt die Tierhaltung? Im Moment sind das wir. Auf der anderen Seite leben wir selbstversorgend von dem Fleisch, was wir produzieren. Die solidarische Landwirtschaft zahlt einen Teil der Tierhaltungskosten mit, weil der Dung eben in das Gemüse geht. Und das sind Lücken, die wir jetzt am Anfang eben durch eine Direktvermarktung schließen. Und ob wir uns eher in die Richtung Zweigleisigkeit, Direktvermarktung oder rein auf die Solawi fokussieren, das kommt auch einfach auf die nächsten Jahre an. Wir haben beide Optionen und gucken, wie es sich entwickelt. Okay, vielen Dank. Herr de Vries, jetzt dürfen Sie den grünen Abschluss wagen. Schalten Sie Ihr Mikro noch an, damit wir Sie auch hören können. Wo sind Sie jetzt hin? Ja. Ich war so gefesselt sozusagen, dass ich das vergessen habe. Also Sie bieten einen wunderbaren Kontrast. Ich glaube, Sie sind genau das andere Äußerste gegenüber Herrn Nipkow. Wobei ich Herrn Nipkow mitgebe, dass wir beide wahrscheinlich nicht die Zukunft sind. Wir werden uns wohl irgendwo in der Mitte treffen müssen, wenn wir beide überleben wollen. Das mal vorweg zu meiner Person, Kees de Vries. Wie Sie hören, geboren in Holland. Inzwischen 65 Jahre alt, geboren auf een kleine Bauernhof. Als älteste van 12 Kinder. Meine Eltern, wie gesagt, kleine Bauernhof. Daardoor natürlich mit die 12 Kinder kaum Chancen, diese Hof zu vergrößern. Ik wusste schon ziemlich früh, dass ich genau wie mein Vater Landwirt oder besser noch Kuhbauer werden wollte. De elterliche Hof immer unterstützend. Am Ende führte das dazu, dass ich in 82, nachdem mein Vater einen schweren Autounfall hatte, den Betrieb sozusagen übernehmen durfte. Damit eigentlich mein Berufsziel erreicht. Und dann kommt die eigentliche Wende, haben wir kaum mitbekommen, muss ich sagen. Also für mich spielt ein ganz andere Ding eine Rolle. Ich habe in die Jahren auch meine Frau kennengelernt. Wir haben unsere damals 4 Kinder in Holland bekommen, den Betrieb ausgebaut. Also was da weit weg im Osten Deutschland passierte, das war für uns nicht das tagtäglich Interessante. Aber als dann, so in die Jahre 90, 91, meine beiden jüngere Brüder erzählten auch, mit Kühe ihre Zukunft gestalten zu wollen, da wusste ich, das geht hier in Holland nicht. Dafür ist dieser Betrieb zu klein. Dafür sind bei uns die Flächen zu teuer. Und die Milchquote war zu dieser Zeit einfach unbezahlbar. Ja, und dann haben wir Informationen bekommen, dass es in ehemaligen DDR auch Chancen gab für junge Landwirte außerhalb Deutschlands, also auch aus Holland. Wir haben uns informiert, mal ein bisschen rumgehört. Und ein guter Bekannter von uns, der war für eine Bank, für eine holländische Bank tätig in Ostdeutschland. Die haben wir mal eingeladen. Der hat uns dann über die Chancen sozusagen informiert, also was es da alles gab und so weiter. Und op bestimmt Moment hat er gesagt, ihr seid jetzt enthousiast. Aber das Arbeiten da, Betrieb ist das eine. Ihr müsst da auch leben wollen mit eurer Familie. Geht nur erst mal gucken. Also haben wir, mein Bruder Jan und ich, von 16. bis 20. Juni 1991 das erste Mal die ehemalige DDR besucht. Wir sind über Hamburg, Rhein, sind nach Süden und bei Dessau sind wir dann quer über der Harz zurück nach Holland. Und das war ein Erlebnis. Beigeblieben sind mir sozusagen 2 Dinge. Das erste war das Berufliche, ik heb schon gesagt, kleine Bauernhof in Holland, 8 Hektare, 20, 25 Kühe waren meine ersten Erinnerungen. Ja, und hier haben wir Menschen getroffen, also wir waren interessiert in Landwirtschaft, also wenn er irgendwo ein Traktor im Gange war, haben wir angehalten. Wir haben schnell gesehen, das war ein ausländisches Auto, wir waren mit der alten Mercedes von Vater unterwegs.
die sind schnurstracks auf uns zugekommen. Die waren genauso neugierig wie wir. Und dann hörten wir van een LPG met 5000 hectare und die Hälfte braak liegen. Solche Zustände. Sie kennen das alles, aber für uns war es damals jedenfalls komplett neu. Das war das eine. Das andere bleibende Erinnerung, es war alles grau. Also wenn ich jetzt noch zurückdenke, dann sehe ich nur, ja egal, Mensch, Tier, Pflanze, Gebäude, die ganze Welt war grau. Es war auch Mitte Juni, es war heiß, es war stocktrocken, also es staubte, aber das war etwas ja, Prägendes. Es gab zwei Ausnahmen übrigens. Das eine war der Zigarettenautomat von Tobago, der war braun-gelb. Und das andere, das war die Telefonzelle mit der kleinen grünen Karte. Wenn Sie ein bisschen Geduld haben, können Sie hier telefonieren. Hat noch ein paar Jahre gedauert. Wir sind dann, wie gesagt, 20 Jahre zurück nach Holland. Ich treffe dann meinen Vater, der war außer sich. Ich sagte, du, Papa, was ist los? Ja, wir hatten als Betrieb ein paar Hektare Grünland gepachtet. Und der Eigentümer hat daar einen Crossverein seine Fläche zur Verfügung gestellt und sie haben eine halbe Hektare schwarz gefahren. Heißt für die meisten Landwirte verstehen das, für uns Kuhbauer war das Land dann nicht mehr, ja, nicht mehr nutzbar. Und da konnte ich nichts anderes als du, Vater, tut mir leid, aber über eine halbe Hektare kann ich mich heute nicht mehr aufregen, wenn du wusstest, was ich gesehen habe. Naja, dann ging es weiter. Wir haben dann in die Familie darüber gesprochen, mit meiner Frau und auch mit den anderen Geschwistern, wie das weitergeht. Und am Ende kam die Idee, wir werden da Betrieb aufbauen für die beiden Jungs. Und ich war damals Mitte 30, dann hat man sein soziales Umfeld schon gestaltet. Also ich wollte nicht unbedingt weg. Also ich bleibe dann wieder in meinem Betrieb in Holland weiter. Nun muss ich auch zugeben, nach dieser ersten Reise war wahrscheinlich der Knopf schon um. Ich denke, ich wusste damals in dem Moment schon, Junge, hier in Holland hast du keine Zukunft. Du musst auch dahin. Also haben wir einen Makler gesucht und über unsere holländische Bank sind wir dann bei einem Makler in Nordhorn gelandet, ein Herr Kamphorst. Und den haben wir unsere Ideen vorgestellt. Nun muss ich keinen erklären, dass ein Landwirt mit 8 Hektare inzwischen, ich glaube, 45, 50 Kühe viel hat und dann als 12 Kinder, aber wenig Geld. Das heißt, wir haben dem Makler das klipp und klar gesagt, was wir wollen, ist ein Milchviehbetrieb mit Quote, das war das Wichtigste. Und alles andere ist eigentlich Nebensache. Der hat uns dann diesen Betrieb, wo wir jetzt aktiv sind, in Deetz, ehemalige LPG Deetz Dobritz, hat er als Liquidator in sein Portfolio, also die musste er liquidieren. Wir suchten, haben so etwas gesucht, das passte wunderbar. Heute würde das nicht mehr gehen, aber damals war es für alle Parteien leicht, das so zu gestalten, sozusagen. Gut, ich war dann in 91 von August ab jede Woche einmal in Deutschland, manchmal nur einen Tag, manchmal auch 5 Tage, wie die Termine gefallen sind. Um das alles vorzubereiten. Wir haben 30. Dezember 1991 3 GBR gegründet, meine beiden Brüder und ich, je mit einem deutschen Partner, weil die deutschen Partner haben dann die sogenannte LPG-Quote bekommen. Wir hatten am 16. Dezember die Zusage von Herr Berkow von der Rabobank, dass er das alles finanziert. Und als ich dann am 6. Januar 1992 wieder hier in Deetz war, sagte einer der drei Partner, tut mir leid, ich mache nicht mit, ich traue die Sache nicht, ich habe da kein Vertrauen, nee, mache ich nicht. Hat zwar auch notariell unterschrieben, aber wie sagt man so schön, fast ein nackter Mann in die Tasche, nichts zu machen, aber damit war unser Konzept weg, unsere Quote weg. Ohne Quote kein Milchviehbetrieb. Und 10 Tage später, 16. Januar, kriegte ich einen Anruf von der Rabobank Holland. Naja, Herr de Vries, de heer Berkow meinte wohl, wir können das machen, weil er zoveel perspektief bietet. Aber sie moesten toch verstehen, mit ihren 53.000 DM und ein Betrieb mit in Anfang so Investitionsplan so um die 7 Millionen, das passt nicht. Das können sie vergessen. Und da stand ich. Gekauft, notariell, also bezahlen musste ich. Ich wusste, ja, wir hatten gekauft für 900.000 DM. Mein Kapital war, wie gesagt, so 350. Was ist man dann? Auf Deutsch pleite. Ja, dann habe ich das Riesenglück. Dieses Glück hat den Namen, die heißt Ella.
Und die hat sich beschwert, dass sie in der zweiten Hälfte von 91 jede Woche zu Hause war mit ihren 4 Kindern und nur darauf warten konnte, dass ich wieder zurückkam. Und das mache ich nicht mehr mit. Aber ich kenne dich, du wirst weiterkämpfen. Die Zukunft ist sicherlich nicht hier, da bist du pleite. Also wenn du eine Chance hast, das in Deutschland, das heißt, du gehst nach Deutschland und wir gehen mit. Wir haben dann von der Liquidator Zustimmung bekommen, in das ehemalige Sozialgebäude sozusagen unsere Wohnung einzurichten. Haben dann angefangen, ja, womit? Die Quote. Also das war klar. Wir mussten erst wieder Quote organisieren, ehe man überhaupt über Finanzierung reden kann. Es gab einen Grund, dass wir 30. Dezember gekauft haben, weil ab 1.1.92 musste man schriftlich Zustimmung von allen LPG-Mitgliedern haben. Und diese LPG hatte 488 Mitglieder. Ich habe dann im Laufe der 92 488 Unterschriften gesammelt. Was sich heute ganz einfach anhört, aber stellen Sie vor, da kommt ein blonder junger Mann aus Holland, naja, fast 1,90 und ein paar Kilo hat er auch, der steht bei ihm vor der Tür und sagt, bitte, unterschreiben Sie mal. Ja, wozu dann? Ja, damit ich Ihr Teil der Quote bekomme. Ja, wozu dann? Ja, damit wir, de Brüder de Vries und ihre 3 ehemalige LPG-Mitglieder, einen Betrieb führen können. Sie verstehen, das ging meistens problemlos, aber die letzten 5 Unterschriften, da kann ich jetzt noch Namen und Hausnummer nennen und die Probleme, das war okay. 1. September 92 die Unterschriften beim Ministerium gebracht. Ja, 92. Und da ist es nach Herr de Vries. Alle Achtung, dass Sie das geschafft haben, aber wir haben ein Problem. Wir haben inzwischen ein Standardformular, wir möchten, dass die Leute dieses Formular unterschreiben. So machen wir es nochmal. Ja, Rechtsanwalt, dicke Rechnungen, aber kein Antwort van het ministerie, of we die quote bekommen of niet. Maar het is dus gelukt dat in april 93 de ehemalige Bundesdeutsche Landwirtschaftsminister Borchert bij ons in de nähe war. Ik heb met hem diskutiert en de veranstaltung mevrouw Wennick, onze Landwirtschaftsminister, had dan gezegd, de Vries komen ze zu mir. Ik versprek in innerhalb 14 dagen hebben ze een antwoord, soms roepen ze me direct aan. Dat is natuurlijk de 15e taak, maar dan is de antwoord bekommen. Hier heb je alle quote. Ja, daar voelde ik mich, daar gab es keiner, die ze wel die me slagen kon, zo in etwa. Bis ik 14 dagen später das erste Gespräch bij de bank geführt heb, want daar waren wieder met 2 Füße op de bomen gelandet. Zo. Dan hebben we irgendwann in 93 angefangen, de eerste stal om te bouwen, bedrijf af te bouwen. Viele problemen gehad. Am Ende lief de betrieb. En daar hebben we festgesteld, nou ja. Ackerbau ist was anderes als Viehhaltung, also da muss ich einen Spezialisten holen. Und ich hatte das Glück, dass eine meiner Schwestern sich gerade in Ackerbau geangelt hat und ich habe ihn überzeugt, auch nach Deutschland zu kommen. Und mein Schwager Piet van Kampen hat schon vorher angedeutet, das ist der technische Mann, dass er auch gerne mitmachen konnte. Also am Ende waren wir dann so Anfang 93 mit 5 Geschwistern und teilweise ihre Familien in Deutschland. Als ältester Bruder durfte ich Kapitän auf dem Schiff sein. Und das führte dazu, dass ich heute, würde man sagen, unsere Familie in unsere Gesellschaft integrieren durfte. Hört sich hochtrabend an. Es war ganz einfach im Anfang. Unsere Tochter war 6, als wir am 7. Februar 92 nach Deutschland gekommen sind. August Einschulung, September 1. Elternabend. Diese Klasse braucht einen Elternvertreter. Wer macht das? Lange so ruhig, bis ich sagte, wenn Sie wollen, mache ich das. Machen Sie mal. 14 Tage später, die meisten kennen die Geschichte oder kennen die, wie das läuft. Die 4 Klassen brauchten einen Schulvertreter für den Kreiselternrat. Und ich war ein halbes Jahr in Deutschland ein Mitglied im Kreiselternrat. Ein Jahr später brachten die einen für Vorstand. Und sie raten es, spätestens da hat man den Holländer im Blick, der bereit war, mehr zu machen als nur sein eigener Betrieb. Und das kennen die meisten auch, wenn man sich dann einmal so aus dem Fenster lehnt, dann braucht dich jeder. Und ehe ich mir versah, war ich weiß nicht, in so vielen verschiedenen Vereinen und Dingen aktiv. Das erste war übrigens die AG Trinkwasser. Bei uns wird viel Trinkwasser entnommen, das führt zu Trockenschäden. Da haben wir versucht, ja, Entschädigung zu bekommen. Auch die Naturschützer waren davon betroffen. Wir haben in ein Naturschutzgebiet, was trocken gefallen ist. Also da haben sie Landwirte und Naturschützer getroffen.
bis wir dann auf eine Fläche kamen, die die Familie de Vries mit Roundup totgespitzt hat wegen des Neuansaat. Und da ist ein politischer Rell entstanden. Man wollte nicht mehr reden mit dem Land, wie der in Jahrhunderten entstandenen Grünland vernichtet. Ich habe gesagt, ja tatsächlich, ich bin ein Jahrhundert entstandene Kulturlandschaft weitkultiviert. Das ist das Gleiche mit etwas anderen Worten. Aber auf meine Frage beim Bauverband, wo ich inzwischen Kreisvorsitzender war, ob dann unser Kreistag überhaupt keine Ahnung hat von Landwirtschaft, war die Antwort nein. Ja, muss dann nicht ein Landwirt im Kreistag? Ja, mach mal. 1998 bin ich Mitglied geworden in der CDU, 1999 das erste Mal für den Kreistag kandidiert, habe es nicht geschafft, kannte die politische Spielregeln noch nicht so, aber seit 2003 bin ich da dabei. Übrigens bis letztes Jahr habe ich mein Kreistagmandat abgegeben, das kommt noch. Ja, und dann, dann war er so Anfang der 2000er Jahre, war ich im Kirchenvorstand, im Naturpark, in mehreren CDU-Dingen, im Kreisbauverband, Landesbauverband, Bundesmilchausschuss und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, bei uns in Altkreis selbst gab es kaum eine Versammlung, wo de Vries nicht dabei war. Und er hat immer mehr das Gefühl, das ist alles gut und schön, investiere viel Zeit, viel Energie, dank meiner Frau, die mir die Rücken frei hat, dank meiner Geschwister, die den Betrieb geführt haben, aber entscheidend und die am Ende in Magdeburg, in unserer Landesregierung. Es wäre doch schön, in dieses Parlament mal ein Wörtchen mitzureden. Knapp 13 Jahre in Deutschland und dann sagen, ich möchte ins Parlament. Also ich fand mich eigentlich ziemlich brutal, diesen Wunsch zu haben. Aber man ist normal, wie man ist und ich habe es wohl irgendwo verlauten lassen und man wusste, der Holländer will in die Politik. Dann war ich auf einer Veranstaltung, 50. Geburtstag, mein Bauernpräsident Boy und da waren alle, die sich für wichtig genug halten. Also ich war auch da und da wurde mir von einem ehemalige Kollege aus dem Bundestag gesagt, du, de Vries, wenn du dann über Politik nachdenkst, waren dann in Berlin? Das war nicht zu fassen, das war unmöglich, das konnte nicht sein. Aber wie gesagt, man ist, wie man ist. Ich habe mich ein bisschen umgehört, ich habe Unterstützung bekommen und man hat gesagt, ja, warum nicht? Wir trauen dir das schon zu. Okay. Ich habe meinen Hut in den Ring geworfen, 2005 bin ich nicht nominiert, in 2009 war ich der linke Kandidat Jan Korte unterlegen mit 0,26% und seit 2013 bin ich dann im Bundestag, im Landwirtschaftsausschuss. War nicht einfach, im zweiten Jahr, ja wissen Sie, wenn man dann 30 Jahre der Chef war und auf einmal sagt einer, was du zu tun hast und wann und wo, dann musste ich sich da erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel rumgenorgelt, bis meine Frau gesagt hat, entscheide dich. Entweder du trittst aus und hast nichts mehr, oder du passt dich an und machst das Beste daraus. Ich habe de zweite Weg genommen. Im Nachhinein kann ich sagen, ich habe fast acht wunderbare Jahre erlebt. Es ist mir nicht vergönnt, nochmal eine Periode zu machen. Man hat mich nicht mehr nominiert. Ich hätte es gerne noch gemacht. Ich fühle mich noch fit genug. Ich denke, dass meine Lebens- und Berufserfahrung hier en daar positieve impulsen in de Landwirtschafts, wie sagt man, Regierung, dass ich dazu beigetragen habe. Ich habe sicherlich nicht alles erreicht. Ich nenne mich selber ein eher grüner Landwirt. Plädiere auch stark für die Kreislaufwirtschaft, aber das habe ich hier schon mehrfach gehört. Das ist wenigstens inzwischen besprechbar in der Bundespolitik. Das erfahre ich als ein Success von mir, ein Erfolg von mir. Ich war, wie heißt der Berichterstatter von Milch und Pflanzenzucht und Bodengesundheit. Bei Milch habe ich die Milchkrise in 2015-16 politisch begleiten dürfen. Das hat dazu geführt, dass ich für mich ein milchstrategisches Plan auf zu Papier gebracht habe. Ich glaube, man kann das viel besser machen, aber das hat sich verschiedene Sprecher heute haben auch eigentlich mehr oder weniger gesagt, diese absolut liberale Weltmarkt, die wir jetzt nachgehen, ist nicht das Nonplusultra. Leider habe ich es nicht geschafft, davon die Mehrheit zu überzeugen, aber ich bin überzeugt, das kommt noch. Was Pflanzenzucht angeht, war ich mit in Diskussion um grüne Gentechnik. Ich verstehe bis heute nicht, dass das auf so viel Widerstand gestoßen ist.
Man hat gesagt, 88% der Deutschen will keine grüne Gentechnik. Ich behaupte, 98% der Deutschen weiß nicht mal, was es ist. Heute reden wir über neue Züchtungstechniken. Die Diskussion geht wieder los, aber ich habe gute Hoffnung, dass es jetzt eine sinnvolle Politik bringen wird. Und das dritte Problem habe ich schon genannt, das war die Bodengesundheit. Für mich ist das in erster Linie Kreislaufwirtschaft. Das Problem, was Herr Nipkow auch gesagt hat. Ja, das ist besprechbar. Eins möchte ich noch sagen, das hat dann nichts mit Landwirtschaft zu tun, aber ich hatte das Glück, dass ich in die regierungsfreie Periode, muss ich fast sagen, nach der Wahl in 2017, hat es mehrere Monate gedauert, in eine neue Regierung stand. In dieser Periode habe ich 140 Bundesverdienstkreuzträger kennengelernt, die mir darauf gebracht haben, dass man nicht die Migranten oder die Flüchtlinge bekämpfen soll, aber das Ursachen, die Flüchtlingsursachen, das ist etwas, das war genau, was ich auch empfinde, was auch hier übrigens mehrmals durchgedrungen ist. Ich habe da gekämpft für eine Enquete-Kommission Fluchtursachenbekämpfung. Ich habe die leider nicht bekommen, aus dem einfachen Grund, dass es schon zwei Enquete-Kommissionen gab und man mir sagte, der dritte hätte als Vorsitzender AfD-Mensch gehabt, das wollte ich nicht. Ich muss Ihnen sagen, es hätte mir Spaß gemacht, eine Enquete-Kommission Fluchtursachen bekämpfen und Vorsitz ein AfD-Mitglied. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass wir auch hier in die Richtung gehen. Was ich für mich in Anspruch nehme, ist, dass seit dieser Zeit das Wort Fluchtursachen in alle Munde ist und wir das bis 2017 eigentlich nie gehört haben. Ich denke, was mir bleibt, ist zu sagen, dass nur über die Fluchtursachenbekämpfung, das heißt, die Menschen daar een perspectieve bieden, irgendwann mal een beetje Ruhe in die Sache komt. Mijn perspectieve is hier in Sachsen-Anhalt, met mijn familie, also dat heb ik nog vergessen. Ik ben inzwischen stolze Großvater van 7 Enkel. Ik ben dankbaar dat we die Chance in Deutschland bekommen hebben. Ik ben dankbaar dat ik 8 jaar in de Bundespolitik mitmachen durfde. En ik ben dankbaar dat ik mijn Geschichte hier erzählen durfde. Herr de Vries, vielen Dank auch von meiner Seite, von unserer Seite aus. Ich denke, das war ein guter Schlussgedanke, auch nochmal die globale Perspektive einzunehmen mit den Fluchtursachen, die ja auch mit Landwirtschaft und letztendlich ja auch mit Klimawandel zu tun hat. Genau. Vielen Dank. Gerne. Liebe Erzählerinnen und Erzähler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser Erzählsalon ist damit abgeschlossen. Es gab aber tatsächlich noch Fragen aus dem Chat, die ich nicht unbeantwortet lassen möchte. Und zwar als erstes an Frau Limpack die Frage, ob Sie heute noch melken könnten. Das Mikro, schalten das noch mal kurz an. Irgendwo ist ein Knopf. So, jetzt hat es mir fast die Sprache verschlagen. Ja, ich glaube, das ist wie Fahrradfahren. Man verlernt das nicht so schnell. Ich habe allerdings auch bei einem Besuch mit den Enkelkindern auf Karls Erdbeerhof, da steht dann immer so eine Kuh mit einem Euter unten dran, also aus Gummi. Da kann man schon mal melken üben. Das klappt ganz gut, ist aber nicht vergleichbar mit dem, was in der Natur, was die Natur uns davor gibt. Aber ich glaube, ich könnte es mir noch zutrauen, ja. Okay, vielen Dank. Und Herr Grunewald, an Sie nochmal, da kam die Frage, inwieweit hat Ihre Arbeit denn bis heute Fortbestand? Also was würden Sie sagen, was blieb? Haben Sie da noch Kontakt dahin? Oder? Ja, man denkt mitunter, wenn so ein Projekt zu Fall kommt, dass dann nichts mehr bleibt. Das haben wir 2009 bei unserem Besuch dort auch kennengelernt. Aber wir haben ja auch ausgebildet. Wir hatten ja viele Jugendliche, die an der Technik oder auf dem Feld oder im Büro oder in vielen anderen Themen befasst waren und ausgebildet wurden. Und wir haben ja sehr viele getroffen, die auch bei der Denkmaleröffnung mit dabei waren.
und die heute, vor allen Dingen, weil sie bei Deutschen ausgebildet worden sind, gute Berufe gekriegt haben, weil sie diszipliniert waren, weil sie sich was angeeignet haben. Und wir haben heute noch Kontakte dorthin. Und wir sammeln auch für eine kleine Kooperative dort ein bisschen Geld, weil diese kleine Kooperative einen Traktor ausleihen muss mit Traktorist, um bestimmte Früchte auch anzubauen. Das ist unser Anliegen noch, dass wir dort auch noch Leute unterstützen, auch bei der Errichtung einer Schule oder nach diesen Unwettern haben wir was gespendet und auch für ein Geburtshaus. Das ist zwar nicht immer in dem gleichen Ort, aber man hat ja viele Leute kennengelernt und da gibt es heute noch schöne Kontakte. Vielen Dank. Ja, mir würden auch persönlich noch viel mehr Fragen einfallen, aber ich würde es dabei mal belassen und hoffe, dass sich die Diskussion vielleicht auch auf später und unter das Video, unter dem Video und untereinander verlagern. Unser Erzählsalon ist zu Ende. Wenn es euch zu Hause gefallen hat, dann liked doch das Video und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Veranstaltung mehr verpasst und gebt uns gerne ein Feedback auf Twitter, Facebook oder Instagram. Und übrigens nochmal als kleine Info zu uns. Wir, die Mitarbeiter von Wohnstoffbiografien, widmen uns auch nach diesem Salon dem Erinnern und Zuhören. Wir veranstalten weitere Projekte wie dieses hier, in denen wir Raum für das Erzählen und Erinnern schaffen. Und wir schreiben Lebensgeschichten auf und bringen sie in schön gestaltete Bücher. Das alles kann man auf unserer Webseite nachlesen. Und jetzt noch einen ganz kurzen Hinweis für die ganz aufmerksamen Zuschauer. Wir hätten heute eigentlich tatsächlich 8 Erzähler sein sollen, aber einer hat ganz kurz vor der Sendung abgesagt, leider. Deswegen waren es heute 7, aber ich denke, es war sehr anreichernd und mit einer großen Fülle an Perspektiven und Geschichten. Vielen Dank und nun bleibt mir noch einen schönen Abend zu wünschen und ich freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Woche. Tschüss!